Hallo und herzlich willkommen bei einem wunderschönen Days heute Abend. Die haben heute die beiden Teams No Bugnet, No Go Mode und das andere Team kann man gar nicht lesen, aber das, ich glaube, das heißt, unsere Alkoholmannschaft hat ein Alkoholproblem. Wir spielen gegeneinander in einem Open All Dungeon Seats und ich bin der Schulzer und mit mir kommentiert heute der Teto. Jo, Namen Schulzer, Namen alle anderen soweit. Ja, die Open League, beide Teams spielen Nummer 1. In Woche Nummer 1. Ich bin gespannt. Also, Co-op-Info-Share. Die beiden Runner auf der linken Seite, Third X und Busranta, sowie auf der rechten Seite, Shiva Haze und Jock, die besprechen sich, die sind zusammen in einem Voice-Channel, spielen alle für den gleichen Seed und versuchen aber dann eben zusammen möglichst schnell durch den Seed zu kommen. Beide Runner müssen den Seed beenden. Es geht also darum, alle Dungeon abzuschließen, AG1, AG2, sowie alle 7 Crystals und 3 Pendants. Und ja, der Vorteil ist eben, man kann sich ein bisschen absprechen. Woher geht wohin? Wer macht was? Wo liegt was? Und was kann geskippt werden? Und dann das Team gewinnen, das im Durchschnitt die niedrigste Zeit hat. Wir sehen hier gleich schon bei Shiba und York. Beide starten bei Linkshaus. Mal schauen, ob sie jetzt noch beide nach Kakariko gehen. Oder sich sofort aufteilen. Der eine geht nach oben, der eine geht nach links zu Kakariko. Ja, aber interessanter Fireword gerade schon gefunden, und zwar hier in der Kathedrale sofort. Und Busranta nimmt ihn auch und wird jetzt wahrscheinlich auch nochmal zur Richtung Onkel gehen, wo Shiva jetzt bereits unterwegs ist. Kann aber gleich die Magie mitnehmen und kann auch gleich also die komplette Front clearen. Müsste vielleicht ein-, zweimal Magie mitnehmen aus Sicherheitsgründen, aber das wäre immer noch ein größerer Vorteil, als wenn gleich Shiva jetzt zweimal reinlaufen muss. Also wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Zerdix auch hier gleich mit einer Bombe von einem Drop, währenddessen Shiva Haze ja auch gleich hier drei Bomben auf dem Onkel bekommt. Damit könnte Busranta auch, glaube ich, nach hinten gehen, ohne seine Magie wieder aufzufüllen, weil es reicht eine Bombe für einen grünen Guard. Danach hat er immer noch zwei. Mal schauen, wie er das anstellt. Aber er könnte auf jeden Fall jetzt mit dem Firedot direkt Richtung Front of Escape gehen. Und wenn da was liegt, das könnte sehr gut werden für ihn, wenn er das gleich mitnimmt. Weil da kommen das andere Team wahrscheinlich nicht ganz so schnell wieder hin. Ja, es ist immer ein bisschen isoliert. Man möchte die Checks möglichst irgendwie aufteilen, gucken, dass wir hier möglich alle Ecken des Spiels schon mal ein bisschen abgrasen, Dark World-Zugang haben, dass man sich wieder ein bisschen mehr aufteilen kann. Also es geht wirklich darum, möglichst die Item-Dichte ein bisschen abzuchecken, dass man dem anderen nachher sagen kann, wo was ist, wo was Wichtiges liegt oder wo man auch gar nicht hin muss. Wo man eigentlich immer hin muss, das ist Kakariko. Und bisher sehen wir aber nur die Schaufel auf der Taverne, aber wir werden gleich bei Jock noch sehr viel mehr Checks sehen, weil er kann ganz Kakariko mit seinen drei Bomben mitnehmen. Aber in den Wald müssen wir auf jeden Fall schon mal, weil da ist nämlich der Sumaria, der für die späteren Dungeons irgendwann mal wichtig sein wird. Ja, und Busranta versucht hier gerade eine Hulehand aufzusetzen, um noch mehr Geld zu farmen. Bisschen merkwürdig, dass er jetzt eben mit dem Firewall nicht versucht, das irgendwie auszuspielen oder jetzt nicht irgendwie noch mehr macht damit, sondern erstmal noch Geld holen möchte. Weil da merkt man eben, das kostet schon ein bisschen mehr Zeit im Vergleich zu den anderen drei Runnern, die gerade deutlich mehr Checks abarbeiten. Auch wenn jetzt hier Jörg und Shiva Haze beide im Kakariko sind, also auch das weniger Aufteilung. Aber man muss ja immer was Wichtiges, ja. Mein Powder will man eh haben, aber das halt beide gleichzeitig dann Blindsalon checken, ist ein bisschen ärgerlich, aber Powder, Mushroom, so eine Items, gegen die sagt man nicht nein und die auch gerne vor allem halt Early Progression haben, aber auf jeden Fall viele Fetch Quests in Kakariko mit der Schaufel, dem Mushroom und dem Powder, aber hat sich genug Early nach Kakariko zu gehen, weil da ist nämlich die Flöte. Ja, und Busranta ist jetzt dann der einzige Spieler, der es dann jetzt schafft, dann außerhalb von Kakariko noch ein paar Checks mitzunehmen. Aber auch da, wie gesagt, verbesserungsmäßig, wir hatten den Fireward, das ist eine gute Waffe, eine starke Waffe, vor allem fürs Escape. Da hätte man auf jeden Fall die drei Checks holen können. Jetzt der Hulehen und die Bomben, das dauert ein bisschen Zeit. Aber ja, in Richtung South Shore laufen und dann dauert die Checks mitnehmen. Und wenn man vor allem bei dem Shop hier auf der östlichen Seite ist, dann kann man auch mal kurz bei Sarschraller reingucken, weil man eh schon in die Richtung gelaufen ist. Und danach erst Richtung South Shore gehen, um sich halt da nochmal ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, aber das sind Strategien, die beiden Teams sich untereinander ausmachen. Vieles auch im Koop ist immer noch so eine Entscheidung, die man recht schnell treffen muss. Es gibt so ein paar Sachen am Anfang vor allem, wo man sagen kann, okay, wir wissen, was wir die ersten 5 Minuten vorhaben. Aber danach kommt es darauf an, was für Items wo liegen. Wie der Hookshot hier gerade für 100 Rupees beim Bottle Vendor. Wir haben die Flöte. Also ist dann sehr glücklich getroffen für das Team mit dem Alkoholproblem.
Dadurch jetzt beide quasi sehr mobil in der Lightworld unterwegs. Mal schauen, ob Desalix überhaupt genug Geld findet für Bonmatchen. Aber er hatte Glück und hat noch in der letzten Kiste noch 50 LP bekommen. Ja, und kann also auch sehr viel mehr. Also die anderen beiden waren auch ziemlich knapp am Geld. Und eigentlich müsste Busrand da jetzt nach Minimoldon Cave dann auch sofort safe quit und auch nach Kakariko auf. Denn mit der Flöte und dem Hochschalt ist man einfach so mobil jetzt hier gerade. Dann macht es keinen Sinn, noch weiter zu laufen. Auch Icewood Cave ist mit der Flöte schneller zu erreichen. Ja, auch. Desert X muss auch seine Flöte aktivieren. Die funktioniert erst, wenn man sie bei der Statue benutzt. Ich glaube auch nicht, dass er das getan hat. Da ist er gerade eben einfach dran vorbeigelaufen. Wird wahrscheinlich spätestens dann bei der Ace Game realisieren, dass er die Flöte auch noch nicht aktiviert hat. Ja, es ist einer der Klassiker. Man hat die Flöte, man vergisst sie zu aktivieren. Und es fällt irgendwann auf und man denkt sich so, whoops, wieso habe ich das wohl vergessen? Man weiß es nicht. Mal schauen, ob die Schaufel irgendwas gibt. Das wird uns gleich Shiva Hills zeigen. Währenddessen oben gerade gespottet im Minimoldom Cave. Und Busranta läuft raus. Ne, jetzt kommt der Safe and Quit. Genau, das muss er machen. Das ist der schnellste. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald jemanden Richtung Eastern Palace laufen sehen. Mit einem Bogen und Fire Sword. Der Boss ist schon in Logik. Je nachdem, wo der Biki liegt. Der andere Spieler wird dann sehr wahrscheinlich gleich aufmachen. Bis noch die South Shore noch, die noch nicht gecheckt worden ist bei Jock und Shiva Haze. Der andere Spieler ansonsten auf dem Berg mit dem Hookshot. Auch dort eine Menge Checks in Logik, die wir holen können. Flöte Hookshot. Da ist erstmal das Quake hinter dem Mushroom. Kann natürlich auch interessant werden, aber ist gerade eben nicht so interessant. Genau, also so Quake, Sumaria sind so ein bisschen die Items für später. Jetzt in der Lightworld noch nicht ganz so gebraucht. Der Sumaria hat seinen Nutzen in manchen Bereichen. Ist dadurch deutlich angenehmer, in Skullwood zum Beispiel, auf die mittlere Kiste zu kommen. Oder in Palace of Darkness. Also der Sumaria hat seine paar Orte. Und natürlich dann später in den Dungeon wie in Turtle Rock oder in Misery Mire. Aber alle Items, die man jetzt hat, werden später nicht mehr gesucht. Was nämlich hier gut passieren kann, denn wie angesprochen, wir müssen hier alle Dungeon beenden, also auch alle Pendant Dungeon. Je nachdem, was hier am Ende Pendant ist, kann es sein, dass wir vielleicht auch noch Items in GT suchen müssen. Also es kann hier in dem City passieren, dass wir am Ende vielleicht zwar alle 7 Kristalle haben können, aber vielleicht Turtle Rock oder auch Misery Mire nicht abschließen können. Da gibt es ein paar Optionen. Muss man also einen Blick drauf werfen, was hier später Crystal, was hier später Pendant sein wird, in der Dark World vor allem. Jock nimmt hier den langen Weg zur Icewood Cave, hätte auch einmal kurz flöten können, um halt eben den Weg nach rechts zu sparen. Ein bisschen schneller, wird jetzt nicht großartig Zeit, aber es sind halt so kleine Optimierungen, die halt mal schnell vergessen werden, weil man hat nicht immer eine Startflöte am Anfang und dann vergisst man sowas halt einfach. Bisschen ärgerlich auch, mir wird eben von den Krabben ein bisschen geärgert, deswegen musste er 2 Bomben benutzen. Ah, passiert. Hauptsache er stirbt nicht. Genau, also den Krabben. Ich meine, wir haben die Flöte, das ist halt immer ganz angenehm, aber jeder Tod ist natürlich immer unangenehm. Hey, und da haben wir die Blue-Mail gesehen und wir haben die Blue-Mail gesehen, Teto. Interessant. Ja, die Doppel-Blue-Mail, das ist ja unsere progressive Upgrades, die wir hier haben. Also das erste, was wir aufheben, ist dann die Blue-Mail, das zweite würde dann zur Red-Mail werden. Im Koop auf jeden Fall deutlich interessanter. Mich überrascht, dass Manuel das nicht aufnimmt, weil im Koop macht man halt nur eventuell die Hälfte der Checks und das heißt, man hat eventuell dann nur 6 oder 7 Herzen, wenn man nach GT geht und da ist dann schon eine Blue Mail ganz hilfreich. Ja, definitiv. Also je nachdem, wie aggressiv man spielen möchte. Also die beiden können sich natürlich auch mit manchen Safety-Items, Herzen und Half-Magic etc. pp. Auch sich da später noch ein paar Infos geben, wenn jemand was findet und sagt, nimm mal die eine Kiste mehr mit. Das kostet zwar auch ein bisschen Zeit, und da ist ja gerade X gestorben gehabt bei den Krabben. Sobald ich das weiß, war da nichts Besonderes, als wenn das einfach liegen lässt, hat er wahrscheinlich sogar Zeit gewonnen. Ja, aber du im Koop möchtest du wahrscheinlich jetzt noch nicht allzu sehr alles liegen lassen. Es ist einfach auch so ein bisschen dieses, was macht man, was kippt man? Also man müsste fast schon sagen, Shiva und Jock, beide Runner, die doch relativ stark sind, individuell gesehen. Wenn sie also jetzt hier im Koop hier nicht irgendwie sich komplett vertrödeln und sich irgendwie da manche Items vergessen zu sagen, sind sie schon die leichten Favoriten. Third X und Busranta spielen es eher ein bisschen mehr aus Fun und haben sich auch für die League angemeldet, einfach nur um ein bisschen so die Erfahrung wieder weiter zu erweitern und Spaß zu haben. Und denke mal, das ist kein leichtes Spiel und vielleicht ist es auch gar nicht mal so verkehrt zu sagen, ich skippe mal das ein oder andere Item. Also gegen so ein Team wie mit Shiva, Haze und Jock ist das mit Sicherheit keine falsche Herangehensweise. Ja, vor allem fällt am Anfang vielleicht ein bisschen mehr auf die Itemdichte spielen.
War noch keiner in Island, wo man es halt komplett full clearen kann. Wir können jetzt auch direkt auf den Berg gehen, können uns halt sogar die Blumen abholen. Jetzt aus Shiba Hills Seite, nachdem er jetzt ja den Spiegel in der Spectacular, nee, nicht Spectacular Cave, in der Paradox Cave gefunden hat mit dem Glove. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt Jörg ziemlich schnell hoffentlich Richtung Island Palace begeben wird, weil. Ja, Island Palace macht am meisten Sinn. Also, das ist eigentlich mal das Play, was wir jetzt sehen müssen. Dass sich Jörg jetzt schon fürs Castle entschieden hat, ist vielleicht so eine Vorsichtsmaßnahme wegen dem Firewatch. Der Gegner war vielleicht sogar mit dem Firewatch schon durch. Und dementsprechend. Er weiß wenigstens, dass er nur bis zu Dark Souls laufen muss, weil sein Partner eben schon den Kopf gefunden hat und jetzt hat direkt Back of Escape checkt. Ich glaube, eine Karte haben wir noch nicht gesehen. Das heißt, wenn Manu hier keine, Shiba hier jetzt keine Karte findet, dann ist halt Dark Souls nicht mal ein Item. Ich glaube, der Schlüssel lag vorne, sonst hätten wir nur. Deswegen hat Jörg auch einen extra Schlüssel mehr. Ich glaube, die Karte haben wir echt nicht gesehen. Und da ist die Moon Pearl und der Hammer. Das heißt Dark World Access. Oh Gott. Ja, also da ist ziemlich viel los. Vor allem mit dem Spiegel, dem Hammer, Moon Pearl, Firewatch. Man könnte jetzt, wenn man mutig ist, auch schon Eastern und Palace of Darkness kombinieren. Also der Berg hat uns ja auch den Spiegel gegeben und die Handschuhe. Und der hintere Bereich. Alles weitere. Third X probiert jetzt auch hier mit dem Darkroom und haben Probleme da mit den Darkrooms gerade. Hätte man auch einfach mal auslassen können, wenn Darkrooms nicht wollen, einfach sein lassen. Hat ja noch sehr ärgerlich dann in die Schlucht gefallen, das heißt, man muss den ganzen Raum nochmal von vorne machen. Aber jetzt haben wir unseren Dark World Access. Wir könnten auch einfach mal mit Half Magic Fire Dot direkt Richtung Pot gehen, aber 4 Herzen, Green Mail. Kein Schwert, dann, kein Nichts, ist schon unangenehm. Es ist machbar, aber es ist nicht schön. Aber man kann es machen, man könnte das so Eastern und Pot einfach kombinieren. Ich meine, auf der anderen Seite, man verliert jetzt auch nicht so viel, wenn man erst Eastern, dann Pot geht. Wir haben die Handschuhe, haben die Flöte, man kann hochlaufen, es geht schon. Es wäre natürlich eine Zeitersparnis, es anders zu spielen. Und ja, Third X jetzt hier gedeadworked und nochmal einen Stein auf den Kopf. Und das hilft jetzt auch Wasrantime-Team wenig, wenn gerade ein Spieler ein Item 3 Minuten für braucht, ist dann doch sehr ärgerlich an der Stelle. Und vor allem so früh in einem Rennen weiß man ganz genau, oh Gott, das ist nicht gut. So, und jetzt habe ich ja auch schon unser erster Spieler in die Dark World, direkt bei der Hype Cave. Da sind in der Dark World am Anfang die meisten Items. Mit dem Hammer und dem Glove kommt man da sehr schnell hin. Deswegen ist es ein gern gesehener Opener. So, die gute Hype Cave, hohe Itemdichte dann. Irgendwas Gutes, Rupees, haben wir genug Geld für Sora, ziemlich ausbezahlt. Eine Flasche, ein Schwert, kann man sich nicht beschweren. Ja, das Schwert, wir haben es gerade angesprochen, Palace of Darkness, wo man ein bisschen Respekt und Angst hat für den Darkroom, könnte man jetzt auch sagen, wenn man ein Spieler ist, der sich zutraut mit 6 Herzen, doch, da gehe ich sofort rein. Ja, es wäre auf jeden Fall keine schlechte Option. Kann danach direkt noch Eastern Palace clearen hinterher. Man hat zwar keine Flöte, aber mit Spiegel der Dungeon ist schnell geklärt. Also ich würde jetzt auf jeden Fall, ich erwarte eigentlich schon von Manu jetzt ein ziemlich schnelles Port Eastern Play. Nachdem er jetzt hier noch schnell die westlichen Checks macht Richtung Digging Game. Ja, vor allem ja. Mit der Flöte sind wir da auch wieder schnell hin. Aber wir sehen gerade hier, der komplette Berg ist noch nicht gecheckt worden, gerade vom No-Bugnet, No-Go-Mode. Eastern Palace, das ist jetzt so die Aufteilung, hätte man schon fast anders treffen können, wenn man ein bisschen schneller unterwegs gewesen wäre. Und vor allem nach den Handschuhen haben wir ja die Moon Pearl gehabt, da hatten wir ja den Hammer gehabt, also alles im Back of Escape, was doch deutlich angenehmer mit den Handschuhen zu erreichen ist. Busranter dann dafür jetzt auch mit Eastern Palace was er abschließen kann, was aber auch nicht leichter ist mit 5 Herzen. Immer noch kein Schwert. Das lag ja auch dann gerade in Hype Cave erst. Wir haben wenigstens einen Fire Dot und er hat ja, 2-3 Schüsse. Aber es ist nicht so einfach, die Darkrooms zu spielen. Und da ist die Frage, wie stark sind die Spieler individuell? Das Cape noch, das ist ein ganz nettes Safety-Item. Ist gar nicht mal so schlecht schon mitzunehmen. Aber der Jock geht direkt Richtung Hype Cave, um sich eben diese Items mitzunehmen.
Ja, da, dann wird sich ein Spieler Richtung Seastown begeben und andere wahrscheinlich Richtung Skywoods. Also. Ja, so, von Eastern, so kann man sich ja, zumindest so einer, gut einer aufteilen. Von den beiden dürfte sich ja aufteilen, von den Eastern zu spielen. Jetzt mit dem ja, okay, eventuell noch Richtung. Eventuell noch sogar Richtung Pyramide. Ja, ja. Bodenkristalle also, wissen wir auch noch nicht. Auch schon mal interessant zu erfahren. Aber wir haben noch keinen Map-Check gesehen von Jock oder Schweiz. Aber da wir ja eh alle Dungeons klären müssen, braucht man auch keinen schnellen Map-Check am Anfang. Aber an sich teilweise keine schlechte Info. Ja, vor allem dann wegen diesem Gens Tower, ob da Items liegen. Also Jock wird, sieht danach aus, sehr wahrscheinlich etwas sicherer spielen. Können wir auch vorstellen, dass wenn er jetzt schon hochläuft, auch direkt über Pyramide nach Catfish gehen wird. Wir haben den Bogen, wir könnten Splash Deleten, wir könnten Sora checken. Also mit der Flöte sind wir so schnell in Pals of Dark, dass es auch jetzt nicht so sinnvoll wäre, da jetzt hinzulaufen unbedingt. Da sehen wir erstmal die nächste Fetch Quest von Shiva Haze. Quasi, glaube ich, die letzte, nachdem wir alle Early bekommen haben, aber auch die hatte erstmal nichts. Ja, und Busrenter macht es gerade schlau, denn es ist auch in Logik mit dem Firewall hier durchzugehen. Ist aber eben nur deutlich schwieriger und man merkt es auch gerade, wenn die Magie nicht reicht, dann wird es wieder knapp. Und vor allem, er möchte jetzt ganz gerne in den hinteren Bereich durchlaufen. Das heißt, wir müssen vielleicht die Ratte noch besiegen, haben den Hookshot dafür. Alles ein bisschen unangenehm. Aber immerhin genau da, wo die Items liegen, die wir gleich brauchen. Und in der Zwischenzeit haben wir auch schon den Hammer gefunden, beziehungsweise den Spiegel und die Handschuhe gefunden bei Third X. Und dementsprechend sollte Busrunter hier durchkommen. Ne, der lässt er noch sein. Dann wird er wahrscheinlich jetzt auch als nächstes. Geht wahrscheinlich als nächstes auch gleich auf den Berg, um sich eben diese Items, die man halt eben eh jetzt hat, bald braucht, direkt abzuholen, während der andere Spieler dann in die Dark World geht oder halt in Back of Escape geht und da diese Items checkt. Und wir sehen gerade, Jock entscheidet sich nach der Pyramide dann doch runterzulaufen nach Palace of Darkness. War schon so im halben Weg nach Catfish quasi. Busrunter hier, ich weiß nicht genau, warum er den alten Mann rettet. Da waren nur 50 Rubine drauf. Vielleicht für Sora Money, ja, aber eigentlich muss man den alten Mann nicht zweimal retten. Ja, es ist vielleicht einfach so eine Muscle Memory. Also vor allem im Koop, man vergisst ganz gerne, wenn einer sagt, da ist nichts oder da ist was. Man kommt irgendwo hin und sagt sich so, oh, ich bin auf den Berg geflötet. Das Erste, was ich mache, den alten Mann retten. Und das ist manchmal in den Köpfen drin. Koop ist halt auch schon ganz anders zu spielen, als ein Singleplayer sieht. Auch wenn es manchmal gar nicht mal so schlecht ist, wenn man sich eben nicht aufteilt, wenn man eben denkt, da ist die Progression, da müssen wir eben zum Beispiel auf dem Mountain, dann macht es auch nichts, wenn beide Spieler auch direkt auf dem Mountain gehen, anstatt dass der eine halt eben langsames Escape spielt. Gibt es halt auch noch verschiedene Herangehensweisen. Ja, aber man und merkt Skywards schon. Skywards ist ein Pendant Dungeon. Sieht man oben links bei Manu gerade eben durch ein P gekennzeichnet. Ja, und Thieves Town auch. Und damit haben wir quasi schon Pedestal-Zugang sehr wahrscheinlich. Je nachdem, wo jetzt gerade der Big King Eastern Palace liegt, wäre das Pedestal schon in Logik. Naja, Skywards, also, auch das Green Pendant könnten wir auch direkt clearen, auch wenn wir kein gutes Equipment dafür haben. Soll aber auch vor allem bedeuten, wir brauchen nichts in Gens Tower suchen. Das können wir komplett ignorieren später. Also keine Angst haben, dass Gens Tower da auch irgendwelche wichtigen Items hätte. Und die erkennt immer ganz gut. Wissen. Also ja, genau. Sobald wir die 7 Kristalle beenden können, sind wir damit also faktisch auch im Go-Mode. Das Einzige, was uns dann noch fehlen könnte, ist ein Master-Schwert. Aber das findet man auch in der Regel irgendwann. Ja, und natürlich die üblichen provisorischen Boots eventuell für den Big Key auf der Torch oder so. Aber jetzt erstmal nichts primär, was man in Gens Tower noch suchen müsste, neben den üblichen Verdächtigen. Busrunter hätte auch hier noch seinen Brummer benutzen können, anstatt eine Bombe oder seinen Pfeil. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diesen Schalter eben zu erwischen. Ja, und Shiva Haze jetzt hier quasi mit dem ersten Skillcheck. Geht jetzt durch zur Motte. Haben den Hammer. Potion? Wir haben den Hammer. Wir haben auch Half Magic. Ja, genau. Also Half Magic ist natürlich schon ein ganz guter Fund zuvor noch. Ja, aber es sind auch trotzdem nur jetzt 3,5 Herzen, beziehungsweise 4,5 Herzen. Es kann passieren, auf jeden Fall. Also an der Stelle, die Motte brachte 2 Herzen Schaden, die Spikes immer 1 Herz Schaden. Hätten wir die Blume mitgenommen, wäre die Motte auch nur 1 Herz. Dann hätte man halt sagen können, egal wovon ich Schaden nehme. Mit dem Firewatch sind wir gleich auf 8 Hits, die wir brauchen.
Hast du nicht gesehen, was die roten Kristalle waren? Ich glaube, Swamp Pillars und Terror. Da habe ich jetzt exakt nicht drauf geachtet. Mir waren die Crystals ein bisschen wichtiger, gebe ich ehrlich zu. Die Pendants eher wichtiger, um schon mal Gannon's Tower ein bisschen rauszuspielen. Wo sind unsere Tracker? Haben die aufgepasst? Unsere Tracker stehen mittlerweile auch im Interface hier. Duden und Swunsch. Vielen Dank nochmal an die beiden. Wir verlinken nachher nochmal alle Kommentatoren, Tracker, Spieler und Co. bei Gelegenheit. Zuvor aber eben nochmal die Konzentration hier gerade bei Shiva Haze mit der Motte. Die noch nicht so richtig gut steht, tatsächlich. Ja, aber braucht eben 4 Hammer-Hits oder eben 8 Firesword-Hits und da ist die Motte auch tot. Für das Green Pen. Aber ist Jock jetzt eigentlich. Jock ist aber über die Dark World nach Eastern Palace gegangen, oder? Genau, er ist gelaufen. Also, er ist einfach wieder aus nach Palace nach Dark World, Palace of Darkness und Eastern gelaufen. Hätte halt eben noch kurz Catfish und Zora Arrow mitnehmen können. Aber mit der Flöte kann man auch jederzeit da nochmal kurz hinflöten. Hatten ja auch dann die Flippers in Eastern Palace gehabt, damit könnten wir auch schon Swamp Palace clearen. Und damit kommen wir unserem Commod irgendwie so langsam, aber sicher, aber auch schon nach 20 Minuten ziemlich nahe sogar. Wir brauchen noch den Ice Lord, eventuell die Boots für Desert Palace und 2 Medaillen sind noch irgendwo, die wir eventuell bräuchten für Maya oder TR. Ist auch jetzt ganz interessant für Jock, weil er kann nämlich jetzt da, bevor er Skavutz klärt, noch Seastone klären und dann direkt das Patsy. Weil er war nämlich jetzt schon in Eastern Palace. Weil entweder kann man eben das Buch checken, was auf dem Check liegt, oder man zieht es einfach direkt und das würde sich auf jeden Fall für Jock in diesem Seed anbieten. Ja, vor allem, wir haben immer noch ein Old Dungeon, also in jedem normalen Seed, wo man sagen könnte mit, naja, gut, ich könnte zwar auf das Pedestal spielen, aber wir fehlen noch überschaubar wenig Items. Warum soll ich das tun? Kann man hier den Modus sagen, hey, ich muss eh durch Skullwoods, ich muss sowieso hier durch Thieves Down, ich bin gerade schon durch Eastern vorbei. Ja, dann mache ich nachher kurz Skullwoods, gehe kurz nach oben und hole mir das Pedestal einfach ab. Und wenn dann was drauf liegt, dann sagt man sich so, hey, das ist nett, dann wissen wir das auch schon mal Bescheid. Hat X jetzt der zweite Spieler in Skywoods. Mal schauen, ob er sich auch direkt zur Motte begibt. Er sollte ungefähr dasselbe Equipment wie Shiva es gehabt haben. Ja, mal der schauen, einzige Unterschied, wir haben noch eine Blume mitgenommen und nochmal 1-2 Herzen mehr, kommt insgesamt auf 7 Herzen. Das ist doch schon ein bisschen angenehmer. Aber wir haben es gerade bei Shiva jetzt gesehen, bei der Motte kann immer alles passieren. Man kann mit dem Equipment einen super angenehmen Kampf haben und manchmal sagt die Motte sich auch, nee, heute nicht. Und dann passieren irgendwelche anderen Dinge. Aber man merkt auch, dass das Team, unsere Alkoholmannschaft, hat ein Volleyball-Problem, auch dann wirklich hier jeden Check mitnimmt, auch sowas eben wie Gelfadetch, was eben ohne Boots und ohne Mits ein extrem langwieriger Check ist. Und mal schauen, was er jetzt next macht. Er begibt sich gleich zu den Flipper-Checks, die er Autoflotting machen kann, aber er weiß, die sind schon in Logik eben wegen Eastern Palace. Weil er sein Kamerade die Flipper schon gefunden hat. Ja, damit haben wir auch noch viele Möglichkeiten, die wir schon machen können. Also Swamp Palace, alles schon quasi offen. Was jetzt noch fehlt, natürlich die Mids. Die öffnen nochmal den nächsten Chunk des Seeds quasi. Ich sag mal so Mids und dann könnte es eventuell schon nur noch der Eis sein, den wir bräuchten. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nicht mehr viel, kommt's drauf an. Wieso mit Maya kann man schon mal checken gehen. Mit dem Mountain gibt's auch noch mal viele Infos. Also, das bleibt abzuwarten. Basranta ist auch der Spieler, der sich jetzt traut, quasi nach Eastern und nach Palace of Darkness zu gehen. Auch das Schwert abgeholt. Ist so das Play, wo ich sage, ne, es ist auch nicht leichter als die Motte. Die Motte übrigens jetzt hier, Third X, versucht gerade noch mit Spins. 2 Hammer-Hits, die beide zählen, 3. Ganz schön. Könnte schon fast auf den Firewand wechseln. Ja, wenn man eben nur Firesword hat, dann lohnt es sich eigentlich fast gar nicht mit dem Firesword zu spielen, weil eben der Firesword und der Hammer so viel mehr Schaden machen. Muss ich auch aufpassen, ist ein One-Hit? Ah ne, er hat eine Blumel. Ja, aber dennoch, einen Hit braucht er noch und er hat den Hit, bevor das Spike gekommen ist. Also knapper Kampf, aber die ersten 3 Hammer-Hits sahen doch sehr souverän aus.
Damit hat auch er sich seinen Pendant verdient. Wenn Manu eine weitere Bottle in der Waterfall fertig findet. Ja, wird jetzt ja den gratis Refill mitnehmen. Ich meine, er hat jetzt relativ viel Geld. Könnte es halt auch sagen, ich kann mir auch eine Bottle kaufen. Wir haben eine Flöte. Lampe im Dark U, der Klassiker. Der Klassiker? Hä? Ja. Was macht die Lampe da? Also mit der aktuellen Logik, wir spielen die Advanced Logic, da ist es möglich, dass wir manche Dark Rooms auch mit dem Firewatch spielen können, sofern diese Dark Rooms auch solche Fackeln haben, die Wand zünden können. Mit dem Firewatch sofort. Und ebenso in diesem Dark U, man sieht zwar nichts, aber mit diesen zwei Fackeln kann man den Raum ohne Probleme eigentlich absolvieren. Und da kann auch gerne mal die Lampe liegen. Ja, das ist auch mal interessant zu sehen. Das ist halt so eine Lampe, die wird Manu wahrscheinlich nicht hier einsammeln, weil der BK eben dann vorne irgendwo lag und deswegen er nie in die Back muss und muss halt den ganzen Street jetzt ohne Lampe spielen, was halt auch in solchen Dungeons wie Maya dann sehr interessant werden kann. Ja, es kommt doch vor allem darauf an, wir haben Half-Magic, also ohne Half-Magic hätte ich gesagt so, naja gut, wenn es am Ende ein Tempered-Gen-Kampf ist, keine Half-Magic, dann kann das schon nerven, wenn man den Torch nicht hinbekommt mit dem Firewall, aber in dem Fall, denke ich, wird er es tun. Da wird er auch ja, wir können ja, können ja noch Silvers finden. Naja, dann waren Easter Palace aber in Anführungszeichen nur die Flippers, die bisher auch noch nichts gebracht haben. Ja, ist alles ein bisschen überschaubar, bis das gefunden wurde. Shiva Hazer wird auch nochmal der Spieler, der dann jetzt nochmal nach Thiefstown gehen wird. So ein bisschen kreuz und quer gerade gespielt, wird auch ein bisschen ausführlich gespielt, was in Ordnung geht. Ja, was ich jetzt gern von Shiva und Jörg gesehen hätte, ist, dass Shiva jetzt eben mit dem Green Pendant direkt Richtung Port und Eastern geht, die dann scheint es auch schnell cleared. Und Jörg sozusagen erstmal Seastone überlässt, weil er eben dadurch dann sein drittes Pendant mit Skavuz und dann Skavuz sein drittes Pendant bekommen kann und dann gleich Pet checken kann. Genau, und Shiva Haze könnte dann quasi in der gleichen Sekunde dann auch durch Swamp Palace gehen. Mit den Flippers in der Hand wäre das natürlich auch eine Route, die man spielen kann. Aber wir haben es gerade auch gesagt, das ist immer, wenn man selber spielt und die beiden quatschen gerade quer. Wer da ein bisschen zuhören möchte, manche der Runner hat auch den Ton an. Haben wir ja mit dem Bot? Ich glaube mal, hier macht der Bot keine Lust, ne? Wir sehen's. Kann es auch sein, dass da auch ganz wenig Zeit immer nur ist, um zu reagieren. Ich habe das gefunden, du hast das, was mache ich jetzt? Gute Frage. Und währenddessen muss man meistens schon eine Antwort gefunden haben, um nicht so viel Zeit zu vertrödeln. Und in dem Fall... Also Dungeons sind halt immer so eine kleine Ausruhzeit, sag ich mal, weil da muss man nur quasi ohne Denken eigentlich nur durchgehen und dann hat man Zeit, man hat meistens Zeit nachzudenken, vor allem in den Dungeon. Aber ja, was denkst du, Dedo, in Swamp Palace oder in Seastown? Ich meine, großartig war natürlich das Pedestal. Das ist jetzt ja schon in Logik und das wäre mal so einer der Checks, wo man sagen kann mit, oh, das ist unangenehm. Also der Klassiker wäre an und für sich aber eher in Swamp Palace. Ja, er muss ja auch aufpassen, ne? Er hat nur noch einen Hit. Ich glaube, er muss aber nur noch einen Fall schießen, damit ist auch der zweite dann schon für Jock schon erledigt. Und er hat auch schon dann zwei Existen. Ja, ein Third X geht gerade sofort runter hier nach Village of Outcast. Können sich auch für ihn dann anbieten. Es ist für ihn nochmal ein weiterer Weg, nochmal dann das Pedestal abzuholen, wenn er die drei Crystals hätte, drei Pendants hätte. Also auch da muss man sehen, ob einer der beiden sich irgendwie dann nochmal entscheidet, nochmal in die Fußstapfen des anderen zu treten. Aber so richtig optimal ist es dann nicht, denn dann werden Dungeon gespielt, die wir schon gesehen haben. Und wir wissen jetzt hier, Thiefstown, Swamp, das werden so die Sachen sein, wo es was Neues geben wird wahrscheinlich. Und Jörg geht auch dann direkt Richtung Swamp Palace. Er hat die Flippers, kann man vollkommen nachvollziehen. War interessant, wird es natürlich mit dem Pad. Master Sword, ja, jetzt wird es schon ein bisschen angenehmer. Manche Bosse deutlich einfacher. Ein großes Upgrade zum Fighter Sword. Hätte man wahrscheinlich gerne für die Motte gehabt. Ja, aber du kommst in die Dark World eben auch noch mit Hammer und Handschuhe. Und da geht man in der Regel dann am besten nach Skywards hoch. Und wenn man es abschließen kann und auch schafft, ist das das Schnellste, was man spielen kann. Einzig allein jetzt eben für Bassranter und Jörg wäre die Option, dass man sagen würde, okay, wegen dem Pedestal gehe ich dann doch erst nach Thiefstown und hole mir das Schwert und gehe dann auf zur Motte. Ja, Bonsai Channel 2, dass das nicht gefixt wird. Unglaublich. Mann. Blame Bonsai.
Ah, da haben wir den Bonsai-Bot. Bonsai-Bierbot. Hier in dem Channel. Bierbot. Bonsai-Brot. Bonsai-Brot-Bot. So, Jock, also direkt nach Swamp Palace. Also, im Sinne, beide teilen sich schon so auf, dass sie immer noch die Checks machen, also Shiva, Hayes und Jock, die der andere noch nicht gemacht hat. Also, die Aufteilung ist immer noch durchaus in Ordnung. Das Einzige, was im Hintergrund ein bisschen bleibt, ist eben, Pedestal wäre für beide dann sehr unangenehm zu spielen. Hätte man ein bisschen eher checken können, aber beide wahrscheinlich eher auf, wir gehen auf die Itemdichte und nicht auf das Pedestal. Das macht ja auch der Gedanke. Das ist durchaus in Ordnung. Das sind nur diese Angehensweise, das sind so die Methoden, das sind die Taktiken, wenn du im Koop spielen kann. Und es kommt darauf an, wie das Seed aufgebaut ist. Mal ist die eine Taktik sinnvoller, mal die andere. Mal sind die mit auf Fett, mal sind sie in Swamp Palace. Sie sind öfters in Swamp Palace. Ja, Yogg-Roth ist quasi auf der rechten Seite die einzige Seite mit den neuen Checks, die wir haben. Sturt-X läuft halt, Shiva hält gerade eben ein bisschen hinterher, während halt Busrand halt schon quasi eineinhalb Dungeons hinter Jock ist. Und da ist so ziemlich auch genau der Zeitunterschied, den wir bisher haben. Beide Teams haben ungefähr dieselben Checks gemacht, aber vor allem hat die Execution, ist unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem, ist ein bisschen vorne. So, währenddessen wird Jörg gleich sofort Left-Side-Swamp gehen oder doch erstmal zum Boss durch. Wir sind in Thiefstone doch schon mal ein paar Ecken weiter, noch nichts Wichtiges gesehen. Also ich meine, wir haben bisher, glaube ich, ein Item gefunden. Hier sind die mit, ein zweites Item. Aus ihrer Seite würde ich den Seed einfach sicher spielen. Normalerweise müssten sie durch Execution so weit in der Badge haben, dass man auch den Left-Side-Swamp mitnehmen kann. Das machen sie auch. Können dafür auch belohnt werden. Auf der anderen Seite öffnet halt mit auch quasi den kompletten Siege. Das Einzige, was wir jetzt nur nicht machen können, ist Meier oder TR, wo wir halt mit denen bräuchten. Oder halt den Eislock. Ja, vor allem, wir haben gerade mal einen Medaillen. Also es ist, denke ich mal, schon sicher noch ein zweites haben zu wollen, definitiv. Was natürlich jetzt ärgerlich sein kann, ist, dass auf der linken Seite jetzt sowohl Karte und auch Kompass liegt. Genau, ist noch sehr früh. Ich meine, der Biki fehlt ja auch noch, oder hatten wir ihn schon gehabt? Nee, wir haben bisher nur zwei Items. Das ist dann, also ich persönlich finde, man hat im hinteren Bereich nochmal vier Optionen für den Biki, während auf der linken nur zwei liegen. Also aus der Sicht ist es immer noch irgendwie auch angenehmer zu sagen, na gut, wenn der Biki hinten liegt, dann gebe ich den wieder ab, gehe ich nochmal rein. Das ist eh schon wieder so ein halber Left-Side-Swamp-Play. Schwer zu sagen. So, jetzt auch Manu wahrscheinlich Richtung Eastern Palace und Port. Er braucht die Flippers für die Mids. Deswegen geht er da direkt hin. Und da haben wir auch schon den Big Key auf der Left Side. Ja, das ist natürlich dann der Best Case, Fall hier den Big Key auf der Left Side zu finden. Sofern da jetzt nicht auch nur der Kopf. Außer! Drin ist. Ja, das ist natürlich dann der Unterschied. Aber wenn man mit der Spieler jetzt halt durchgeht und sagt, naja gut, hinten eine höhere Chance, den Big Key in der hinteren Bereich zu finden. Und dann ist natürlich der Big Key auf der linken Seite, dann ist es so der Worst Case, Fall erst durchzulaufen. Auf der anderen Seite ist es aber auch super unangenehm, dann zu sagen, naja gut, ich gehe sofort auf die linke Seite, weil noch so viel fehlt. Auf der anderen Seite wäre es auch ein super geiles Gefühl, wenn man nach hinten geht und einfach alle vier Items findet. Ja, deshalb, also man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Aber wir sehen, auf der linken Seite war nur ein Item gelockt, eben Karte und dann der 20er hinter dem Big Key. Man hätte jetzt auch durchgehen können und sagen können, ist doch nur ein Item. Wollen wir es erstmal liegen lassen? Ja, auch in Koop kann man mal was skippen, aber das ist dann vor allem wichtiger, wenn die Execution näher aneinander liegt. Es kommt immer darauf an, wie stark man sich in dem Seed jetzt fühlt, beziehungsweise als Matchup fühlt. Wenn man jetzt hier sagen könnte mit, naja gut, Shiva, jetzt Jörg, die haben ein bisschen mehr Vendor-Erfahrung vielleicht als Busranta und Third X. Wir sind hier vielleicht die Favoriten, dann geht man vielleicht auf die Checks lieber nochmal ein zu viel als ein zu wenig, um dem Gegner nicht irgendwie nochmal ein Schlupfloch zu lassen. Und daher ist es, denke ich, durchaus in Ordnung, wenn da etwas sicherer gespielt wird. Während eben von Third X und Busrand da vielleicht dann eben die Taktik wäre, dann genau das Gegenteil zu tun. Zu sagen, okay, dann skippen wir das, dann haben wir ein bisschen mehr Flight, wo wir Zeit gut machen können. Aber ja, jetzt hat Jörg Swamp Palace, hat er quasi alles offen.
Eisperlen ist ein Dungeon, den er machen kann. Er kann Maya und TR mit Dennis anschauen. Hat eigentlich jetzt quasi zu sein die ganze Welt offen und hat auch einen so großen Vorsprung jetzt gerade eben noch vor Manu, der halt Port, Eastern Palace und noch Swamp Palace jetzt noch klären muss, währenddessen eben Jock erstmal die anderen Dungeons machen kann. Das heißt, er läuft gerade eben ein bisschen weg. Muss dann am Ende nur noch Season und Skywoods am Ende klären. Sofern auf dem Pad nichts liegt. Ich meine, die Option für Jock wäre natürlich auch zu sagen, dass er dann gleich ganz kurz schon mal Thiefstone clearen möchte und anschließend so vielleicht so die Smith Chain mitnimmt, weil sie sowieso isoliert ist für Shiva vor allem. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, was man jetzt spielen kann oder ob man lieber erst die Dungeon spielen möchte, was wahrscheinlich sinnvoller ist, aber eben auch teilweise ziemlich langsam ist, wenn wir schon im Go-Mode wären. Aber da wir die Modelle jetzt auch noch nicht gesehen haben, auch das ist ein Punkt. Was würde man am liebsten machen? Der Berg? Schwer zu sagen, 6 Items. Auf der anderen Seite, Jock hat auch keine Half Magic, hat nur eine Bottle und währenddessen halt Manuel schon Master Sword und Half Magic hat. Das heißt, er hätte auf jeden Fall eine deutlich einfache Zeit in den Dungeon wie Ice Palace. Kaum sage ich das, finden wir Bombos. Das macht natürlich den Boss in Ice Palace noch um einiges einfacher, selbst mit Fighter Sword. Halt mal eine Potion kaufen, Bombos zünden für den Boss und man hat normalerweise genug Magie, um einfach mit dem Fire Sword alle Puffs dann zu töten. Aber ja, das ist auch ein weiteres Medaillon, das wir eventuell bräuchten. Ja, absolut. Also damit kann man vielleicht sagen, naja, gehen wir vielleicht doch nicht darauf, dass man jetzt hier schon mal nach Turtle Rock gucken geht. Missy Maya gucken, kann man auch sofort abschließen. Ich meine, wir haben einen Desert Cave. Palace für ob es Boost lockt ist, könnten wir nachschauen. Ja, genau. Desert Palace wäre noch eine Option und ansonsten kann man es auch mal kurz clearen. Ist auch mal ganz nett. Wir haben die Maya Shed, also die Maya Area so als Bereich nochmal ganz angenehm. Wir werden das Ether-Medaillon benötigen, was wir noch gar nicht gesehen haben. Der Klassiker, wir haben 2 Medaillons, wir brauchen das dritte. Wer kennt das nicht? Und du hast vorhin angesprochen, Shiva Haze wird die Lampe sich nicht abholen, dafür ist der Dungeon einfach zu schnell aufgebaut und wird jetzt hier ohne Lampe den Seed beenden wollen. Ja, und da haben wir auch schon gleich das Master bzw. Tempered Sword bei für Jock und Shiva Haze gefunden. Das ist mehr oder weniger free, das wird sich Manu auf jeden Fall auch abholen, sofern er nicht noch irgendwo ein anderes Schwert findet. Der Catfish-Check auch jetzt von Third X, das hat Manu vorhin schon gemacht, der ist da auch dann über die Nordroute hin. Hat die Checks alle schon nachgeholt. Ein Bus rennt jetzt auch mit dem alten Mann. Das wären eben halt solche Checks, die man eben später machen könnte. Oder halt für Third X eben versuchen auszulassen, weil sie eben so lange dauern und sich dadurch versucht eben einen Vorteil zu verschaffen. Ja, jetzt Splash Deletion. Haben sie die Flippers geskippt? Nee, er war einfach nicht in Eastern Palace Pod. Nein, aber Busranter? Oder haben wir das wohl noch nicht getrackt gehabt? Wurde einfach nicht gezeigt, er hat die 100% nicht gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass er das gefiltert hatte. Wir brauchen keine Bus für Desert. Da lagen nur Bomben. Ich wollte gerade eben sagen, mal schauen, was in der nächsten Kiste ist. Mal schauen, ob es Bootstock ist. Mir aufgefallen. Warte mal, da lag ja nur Bomben. Das ist 100%ig die Quire. Hier könnte man einfach sagen, nachdem man hier den Wiki findet, dass man eben erst den hinteren Teil vom Dungeon klärt. Und weil man eben schon ein Item gesehen hat, könnte eben auf dem Boss direkt das zweite Item liegen und müsste ja nicht mal mehr in die Front vom Dungeon rein. Sogar bevor man den Small Key hier abholt. Aber kann natürlich eine Tür jetzt die rechte Seite auch zuerst machen. Ist natürlich dann ärgerlich, wenn da dort Karte und Kompass liegt. Aber ja, Tower of Hera haben wir noch nicht gesehen. Auf keiner Seite. Schauen, ja, was da liegt. Gar nicht so dumm. Ich meine, die Sache ist, bei Third X und Busranter, da werden noch ganz klassisch die Mids gesucht. Wäre vielleicht trotzdem eher für Swamp, eben für die Mids wahrscheinlich an der Stelle. Denn mit den Mids, das werden wir nachher dann wahrscheinlich bei Jock und Shiva hier sehen, das ist auch eine Option zu sagen, ich spiele den Mountain und da wir noch nicht in Tower of Hera waren, könnte man auch direkt Tower of Hera auch noch mitspielen. Na, ist das zweite Item aus der Palace, aber das bringt auch nichts. Und Shiva hat gerade die Flippers liegen lassen.
Weil wir nicht gesehen haben, Duden hat drauf geachtet gehabt, auf jeden Fall. Duden mit Zwunsch, die Tracker. Die haben da so ein bisschen mehr den Blick drauf, wenn wir hier vier Leute gleichzeitig beim Herapod sehen, bei Busranter. Ich sag mal so, spätestens, wenn er nach Swampanis läuft, wird das bemerkt. Ja, aber die Frage wird dennoch sein, weiß Jock noch ganz genau, dass sie auch in Eastern waren? Also wenn die Frage kommt mit, ich weiß nicht, wo die Flippers sind, wird es doch ein bisschen unangenehmer, muss man erst eigentlich verstehen. Nee, er ist ja eigentlich hier hingegangen für die Flippers. Es wird aber nur sehr ärgerlich, dass er das zweite Mal nach Eastern Pettis läuft. Er checkt doch gerade eben nochmal sein Inventar, merkt wahrscheinlich, ich habe keine Flippers. Ist blöd. Also wird er wahrscheinlich, also nachdem er seine Metall gecheckt hat, wird er nochmal hundertprozentig hier reinlaufen. Ja, er ist fürs Pedestal, also Shiva Hales wird jetzt der Pedestal-Spieler sein. Wie gesagt, die andere Frage ist nur, geht man jetzt mal nur noch Pedestal nochmal hoch, während Jox hätte auch dort später spiegeln können eventuell, weil der Check noch aussteht. Jock ist auch der noch das Mistchen am besten quasi mit reinworten könnte. Oder würde man das ganz klassisch sagen, du gehst auf die Dungeons, ich gehe auf die Overworld, irgendwie so ein Bereich. Weil so viel Dungeon-Aufteilung ist auch nicht mehr gleich drin. Vor allem noch interessant, wo der Eis oder am Ende liegt. Aber ja, einer wird wahrscheinlich jetzt, Jock wird wahrscheinlich jetzt, denke ich mal, nächstes den Mountain bespielen. Ich meine, er könnte auch jetzt das nach Ice Palace. Es wäre auch okay. Aber allein die Info für TR ist vielleicht ganz interessant. Ja, eben auch noch mit Hera. Also, dass wir das Hera auch noch nicht gesehen haben. Noch mal ein paar Checks mehr. Aber Eisfels geht schnell. Oh, Busana muss ja aufpassen. Aber schafft es doch noch den Moldorm. Auch wenn er sich noch mal ein bisschen aufgeregt hat, am Ende mit einem Slash zu töten. Ja, auch eine gewisse Nervosität und Aufregung, die jetzt auch die Wanderer hier haben, wenn sie hier relativ neu noch dabei sind, dann immer Restreams haben und Co. Das ist natürlich dann mal eine andere Sache. Wenn man weiß, es lief schon mal irgendwas nicht ganz so optimal und es gucken gerade Leute zu, das ist immer so ein flaues Gefühl im Magen. Und Spawnpads und Taya waren unsere letzten Fans. Waren die roten Kristalle. Mal schauen, wo Jörg sich jetzt ein bisschen begibt. Holt sich Herzen. Ich glaube, das wird ein Eispad-Display. Ja, und Shiva jetzt wird sich die Mits abholen. Ah, oder halt doch Mountain. Ja, doch der Mountain. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Man hat komplett Hookshot Cave, man weiß nicht, was man für TR braucht. Man weiß ja, wo das Quake liegt, aber Jock hat es noch nicht abgeholt. Finde ich okay. Man hätte eventuell sofort TR dippen können, aber man hat ja noch kompletten Ice Palace offen, kompletten Meier offen, wo der Ice dort einfach auf dem Weg liegen könnte. Und deswegen will man auch gar nicht direkt wahrscheinlich in TR rein. Nee, ich denke auch nicht. Also, ich bin ein bisschen verwundert, dass das Shiva jetzt nicht sofort sagt, dann gehe ich mal kurz aufs Pedestal oder so. Ich meine, jetzt habe ich irgendwie schon die Pendants alles in der Tasche. Es wäre zwar etwas langsamer, ja gut, aber jetzt ist auch egal quasi. Dann hat Jock nachher ein etwas angenehmeres Routing, dann kann er ein bisschen anders spielen, wenn er möchte. Ich sag mal so, Pedest quasi wie jeder andere Check auch. Er dauert halt auch. Es gibt jetzt keinen Grund, direkt auf Pad zu gehen. Man könnte auch sagen, warum gehst du nicht direkt auf den XY anderen Overworld-Check? Nein. Mehr als ein Overworld-Check ist das Padeste gerade eben halt auch nicht. Ja, aber jetzt rennt er gerade den Mids hinterher, während er gleich die Mids hat und Jock dann mit dem Mountain durch sein wird. Dann bleibt nur noch Ice Palace übrig mit den Mids-Checks neben Smith's Chain. Also so viele Mid-Checks hat er dann auch nicht offen, wenn sie sich aufteilen wollen, um gerade Progression zu suchen. Übrigens Tower of Hera Base, mit haben wir gerade gesehen, da liegt nichts. Und Jock kann nicht in TR rein, weiß aber, dass er das Quake jetzt abholen muss auf dem Mushroom. Ja, das ist das Zeichen dafür, dass er so nicht reingehen wollte. Das hätte er auf jeden Fall vorher geholt, aus Sicherheitsgründen. War das gerade das Buch bei Busranta noch im Spy Cave? Eventuell. Ah, die Boots sogar. Okay. Oder Boots, würde ich auch nehmen. Weiß ich nicht. Eins von beiden hätte gewesen sein. BO, das könnte alles sein im Tracker. Da er die Boots nicht benutzt, wird es wahrscheinlich das Buch gewesen sein. Also, er geht jetzt mal nach oben, holt das Buch nochmal kurz ab. Könnte damit aber auch Skywoods beenden und auch einfach damit gleich einfach das Pedestal und sogar auch so checken, was einfach das Schnellste wäre, sogar noch für die Info einfach nur. Ich
mein Pedestal ist zwar schön, aber ist halt auch ein Check. Also ich würde dir auf jeden Fall Ehre auf Dungeon spielen. Weil auf dem Weg liegt jetzt gleich noch, ja. Aber die Dungeons haben jetzt auch nicht mehr so viel. Also wir haben jetzt gleich immer so einen Dungeon-Runner, der sowieso schon in den Dungeon drin ist. Das Problem ist einfach, du willst dann eigentlich die Dungeons, die schon geklärt wurden, am besten ohne Boots machen. Mit Boots machen. Aber die Frage ist halt, wo sind die Boots? Die könnten halt zu dem Zeitpunkt noch einfach in TR liegen. Ja, aber spätestens nach Ice Palace möchtest du auch nicht nach TR gehen ohne ein Iceword. Also dann willst du vielleicht auch schon vorher schon mal so viel wie möglich auch leer haben, um dann nicht irgendwie noch Gefahr zu laufen, dass das noch eine Option wäre. So, ein Bus rennt jetzt eben mit dem Buch, geht direkt Richtung Desert Palace. Das heißt, sie werden den jetzt noch eine Weile später finden und auch Desert Palace mit dem Buch, es dauert ein Stück länger, als wenn man mit der Flöte und mit von der Seite reingehen kann. Indessen Jocke jetzt hier auf dem auch jetzt in Herr drin hat es den 300 Rubis gefunden, ne? Wird hier fast nochmal von dem Moldom runtergestoßen. Ist mir bisher einmal passiert, dass mich der Moldom bei dem Bomb-Jump gestört hat. Na, Dinge, die passieren können. Dinge, die nicht passieren sollen. So, das nichts passiert, versucht hier mit dem Bombset, wirft die Bombe aber zur falschen Seite. Ist, glaube ich, perfekt ausgeführt, ein Ticken schneller als mit dem Hammer. Ja, was ich meistens mache, ist die ersten zwei Bomben. Die ersten zwei Hits mit Bomben und dann wieder auf dem Hammer wechseln durch Quickswap. So habe ich es geschafft. Das ist eine Sekunde schneller, als wenn man nur einen Hammer benutzt. Also, es ist schneller, aber es ist halt auch deutlich schwerer. Ja, aber immerhin haben sie es noch, hat der Text noch geschafft. Ich meine, es ist immer so die Sache, sterben möchte man nicht. Also zwei Crystals und Jörg hat ja auch ein bisschen Probleme gerade mit Moldorm. Da merkt man es auch. Busrand davon auch mal runtergefallen, aber mit Jörg auch. Es ist einfach RNG. Je nachdem, wie er läuft. Kann es einfach mal sein, dass man manchmal was Falsches macht und dann liegt man eben unten. So, Manu jetzt auch mit den Mids. Kann sich jetzt direkt nach Ice Palace begeben. Er hat Half Magic, er hat Bombos, er hat Firelord. Also. Aber er wird sich wahrscheinlich noch Dezember vorab holen, was auch vollkommen verständlich ist. Er braucht es zwar nicht unbedingt, weil er eben diese Half-Magic und Bombos hat. Das heißt, wahrscheinlich wird er einen Spin machen und das war's. Aber mal schauen. Aber ja, Teto, was wird? Isa in TR und dann Ice Lord in Maya? Na, das wäre das Unangenehmste. Also schwer zu sagen. Ich meine, man kann auch schon fast sagen, nur Bugnin, nur Gomod eben mit den fehlenden Mids. Fehlen doch fast alle Mids-Checks gerade eben, die Jock und Shiva Hills schon großteils gemacht haben. Klar, mit dem Buch und Co. auch da natürlich die Info geholt, aber alles ein Ticken langsamer. Ja, also auch mal schauen, wann sich Busrand beziehungsweise das Hördex jetzt mal Richtung Swamp Palace begibt. Das sieht nach jetzt aus. Ja, ziemlich lange aufgeschoben. Manchmal ist auch so ein bisschen der Check, wo man dann vielleicht auch sagt, ich möchte Left Side skippen oder vielleicht möchte ich einfach noch nicht reingehen. Immer schwer zu sagen, wo man es aufschiebt. Manchmal vergisst man es auch so ein bisschen, man bekommt die Items so nebenbei. Ich finde es auch gut, dass Jock jetzt auch einfach schon direkt die erste Reihe von Dungeons geklärt hat und die zweite Reihe nicht mal anfasst. Sieht gut aus auf dem Tracker. Macht alles so ein bisschen nach Reihenfolge. Ja, und es ist eben jetzt dann auch nochmal nach oben. Die Pyramide. Fährt extra von oben über die Pyramide gelaufen. Lag da Bombos? Nee, Bombos war auf Argus. Auf der Pyramide war nichts. That Bomb ist auch übrigens. Ah, nee, That Bomb kann ja noch Ether haben. In der Theorie. Oh, Jörg muss hier auch aufpassen. Das wird super eng. Ja. Ne, das passt nicht ganz. Kein Buch für Jock. Ja. Zumindest nicht jetzt. Was so ein kleiner Tipp ist für die Spy Cape, ist, dass man das Cape eben bei 2 Herzen anmacht und nicht eben bei 1, weil man hat ein bisschen mehr Iframes, wenn man den Stein hochhebt. Und dann hat man ein bisschen mehr Freiraum für Spy Cape. Ja.
Die war nicht vergessen, dass Jock jetzt auch schon die Silbers gefunden hat in Short Cave. Ist ja schon eine Weile her. Naja, eventuell wird er jetzt auch gleich TR dippen. Die Silber ist natürlich einfach nur angenehm, wenn man später nach Gens Tower geht, einfach mal kurz dran vorbei und dann kann man sich die mitnehmen. Ist auch hier jetzt ganz interessant. Was man theoretisch machen kann, ist, dass Jock und Shiva jetzt einfach sagen, hey, wir gehen einfach gleichzeitig nach Eisfeldes. Eisfeldes ist so ein schneller Dungeon. Da gehe ich direkt hin und wenn da eben Isa oder ein anderes Item liegt, dann holen wir uns das weiter ab direkt oder halt eben der Ice Sword. Oder Jock könnte einfach sagen, ich gehe einfach direkt jetzt halt auf TR, aber nein, er geht jetzt erstmal Seed Town wahrscheinlich und Skywoods und zieht danach direkt das Pad. Sie hatten mal gerade noch die Smith Chain schon gesehen, das wäre sonst noch der Plan B-Äquivalent zum Ice Palace noch. Auch ja, Checks, das die einigermaßen schnell sind, aber auch wenn sie eine Minute, eineinhalb Minuten dauern für die drei Checks, anschließend hat der Gegner auf jeden Fall Ice Palace schon beendet, man weiß, ob es Ice Palace Go-Mode ist oder nicht, quasi. Ja, aber Ice Palace Go-Mode und Ice Palace nicht. Go-Mode ist ja durch den Icebreaker jetzt kein großer Unterschied mehr. Trotzdem, je nach Ice-T-Woom und Co. sind es nochmal ein paar Sekunden, ob man jetzt nochmal da die ganzen Umwege läuft oder ob man sofort durchläuft zum Boss. Macht es nochmal ein bisschen Unterschied. Also, Info wäre schon interessanter, als wenn beide gleichzeitig reinstürmen. Das stimmt. Ich meine, also natürlich halt nicht. Von Nuancen, die eventuell man noch verbessern könnte. So, und Busrander wird nämlich auch gleich jetzt erst Thieves Town und dann anschließend Skywoods beenden, um dann das Pedestal zu ziehen. Und Third X wird die Mits aber jetzt gleich in Swamp bereits finden. Ist halt auch sehr typische Fall. Ich meine, man will nicht gern gleichzeitig in demselben Dungeon sein. Aber zu dem Zeitpunkt, die wissen, dass die Mids oder halt irgendwas, was die Mids lockt, in Swamp Palace sein müssen. Also macht das auch nichts aus, wenn dann einfach beide gleichzeitig in Swamp Palace sind. Ja, aber wir haben das Pedestal noch bei denen als Option und auch eben nochmal das Schwert, was er auch ganz gerne, vielleicht auch einfach nur, was gerade auch gerne hätte und jetzt nicht nach noch eine Stunde liegen lassen möchte. Und von daher, Dungeon muss er halt irgendwann auch machen. Wäre mit den Mids ein bisschen schneller. Aber ich denke mal, beide werden sich gerade noch sagen, Pedestal ist eine Option, das wäre ziemlich blöd. Dann würden wir vielleicht gar nicht so weit hinten liegen im Seed, wenn es Pedestal ist. Wir werden zwar trotzdem noch hinten liegen, aber nicht mehr so viel. Ja, aus Wanner-Sicht, wie gesagt, also dass hier beide Wanner vielleicht unterschiedlich starke Spieler, beide Teams unterschiedlich starke Wanner ins Spiel stecken, das ist ja schon die eine Sache, also die Teams sind freigestellt gewesen, sich zu organisieren und da gibt es ein paar Teams, die dann eben ein bisschen stärker sind als andere Teams, aber nichtsdestotrotz, jeder versucht das Beste zu geben und es ist halt ein Randomizer, da kann immer einiges passieren und nichtsdestotrotz, Third X und Basranta spielen hier trotzdem ihr Bestes, was sie machen können. Ich habe nochmal eine Z-Pausche mit Ziester. Interessant. Das war auch, glaube ich, unser erstes Item in Ice Palace. Ich weiß nur, dass die erste Kiste den Key hatte. Bei der zweiten habe ich nicht mehr aufgepasst. Ja, wir werden es gleich sehen, wenn wir gleich mit dem Dungeon durch sind. Bei 4-1ern immer überall passieren so ein paar Kleinigkeiten. Gucken, was gemacht wird. Third X geht auch auf Left Side zuerst. Nimmt ihr die 10 Feine mit, die ja eigentlich nicht braucht und das verpasst deswegen den Diver Down Schalter. Na, das sind irgendwie alles so Sachen, da verliert man halt langsam aber sicher halt immer mehr Zeit und dann muss ich auch denken, ob sich der Diver Down am Ende überhaupt noch gelohnt hat. Ja, und vor allem also wie gesagt, so viel Zeit war da eben nicht. Dann auch noch so gegen so ein starkes Team wie Shiva und York. Also das ist eben. Also das ist in der ersten Woche vor allem für das Team nur Bucknet und Gomo keine leichte Aufgabe, das muss man einfach eingestehen. Ja. Und da also macht der kleine Fehler noch mehr bemerkbar. Manu hier mit leichten Problemen in Ice Palace. Räume, die man nicht so oft sieht, dank dem Icebreaker sieht man die jetzt häufiger. Räume, die man früher nie gesehen hat. Ich glaube, das kann Teto bestätigen. Es kam auf die Key-Verteilung drauf an, darf man nicht vergessen. Ich glaube, das letzte Item ist auf dem Boss. Danach sieht schon sehr mau aus, was wir überhaupt nicht übrig haben. Abgesehen vom Pet. Wieder. Pet TR. Spike Cave halt mit dem Buch, aber ja, ansonsten. Das Ethan, das Bombus haben wir noch nicht gesehen. Oder welches fehlt denn noch? Ja, Bombus.
So viele ist auf jeden Fall auch nicht mehr offen. Ich meine, die Smith-Chain fehlt noch. Die könnten wir jetzt von York sehen, natürlich. Ja, vielleicht macht York gleich doch einfach noch kurz Skullwoods einfach nur auch fürs Pedestal. Also, das ist okay. Erstmal zu Smith-Chain rüber. Ja, dann wird nämlich dann Manu gleich dann Richtung Turtle Rock sich aufmachen, wenn hier nicht sein sollte. Ich meine, für beide fehlt noch die Spike Cave. Also, für beide fehlt das Buch, wo sie noch nichts wissen. Aber auf der anderen Seite das Buch, zwei Checks, eins haben wir schon gesehen. Ja, eventuell will Manu vielleicht noch Spike Cave machen, bevor er TR macht. Dann kann er wenigstens einen und dann will er vielleicht sogar beide Tablets vorchecken. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, vielleicht sind sie auch einfach mutig genug und sagen dann so, nee, komm, ich riskiere jetzt einfach mal, also mal abwarten. Auf jeden Fall werden wir jetzt von Busranda hier wahrscheinlich einen Pet-Check sehen, weil er wird jetzt die Motte killen und kann danach direkt das Pedestal ziehen. Nimmt hier nicht den schnellsten Weg ins Kabutz, das war einfach recht oben aus Village of Outcast gewesen. Und schaut eben durch die Mitte nochmal zu gehen. Ja, mal schauen, wo man sich jetzt nächstes hinbegibt. Weder die Spike mitnehmen. Geht. Wohin? Ich würde sagen, was haben sie da auch noch geskippt? K45? Wo gab's den Spiegel? Da früh der Spiegel. Nee, der Spiegel war. Haben. Er das Buch schon geholt? War er schon mal Spy Cave gewesen? Eigentlich auch nicht. Nee, er war noch nicht auf dem Mountain. Aber Z-Bomb war doch hinter TR. Verguckt vielleicht, was die Red Crystals angeht? Scheint nämlich danach zu sein, denn er geht's noch. Ja. Wenn sie jetzt wundern. Ah, da ist keine Z-Bomb. Okay. Ja gut, dann lag sie an uns, sondern es lag an Manu. Immer ja, das kann dann dadurch kommen, dass vielleicht einer der beiden einen Map-Check gemacht hat und einfach dann beim Durchgeben an den anderen Partner dann irgendwo dann den kleinen Fehler einfach dann begangen hat. Bringt die denn jetzt? Pyramide haben wir schon gecheckt. Oder haben die. Hat er. Nee, ich glaube, er hat kein Catfish gemacht. Ich glaube, Catfish wurde. Nee, er ist weggeflötet. Ist er weggeflötet von Graveyard Match? Ja, ich glaube schon. Aber Pyramide hat auch Jock schon gecheckt. Das dachte er nach Catfish rübergelaufen. Nee. Das würde meistens Sinn ergeben. Na, okay. Dann ich meine, es ist auch ein ewig langer Weg wieder aus dem Maze wieder raus. Aber wir haben doch schon Pyramide von Jock gesehen gehabt und ist er direkt nach Pott gelaufen. Also er war auf dem halben Weg nach Catfish und dann runtergelaufen nach Pott. Also ich weiß nicht, wo er sonst hingelaufen sein sollte. Also Jock müsste der Pyramide gewesen sein. Es war vom Movement her, hätte es gar keinen Sinn ergeben. Bei Manu dachte ich eigentlich bei Shiva Haze, dass er vorhin von Graveyard Lich aus rübergelaufen wäre, aber dann ist er rübergeflirtet, um die Waterchecks zu machen. Das ist interessant. Dann war es mal so. Nein. Wenn man es geplant hat, dass man Catfish später mit der Z-Bomb macht, macht das Sinn. Aber wir haben keine Z-Bomb. Das ist das Problem an der Sache. Manu, du hast Mitz. Hit den Stein auf. Manu! Apropos Mitz. Doch alles Mitz sagen. Mittlerweile auch von Third X und Busrand da gerade die Motte besiegt. Also Petcheck. Das Petcheck, weil Jock einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht hatte gerade. Und wir gucken, was das Pedestal zu bieten hat. Nimmt das Buch. Also man kann, wenn man es mit dem Buch checkt, ist es ein bisschen schneller. Wenn nichts drauf ist, kann man sofort wieder gehen. Aber wahre Profis ziehen es trotzdem. Also. Das ist unsere Randomizer-Ehre, das trotzdem die 3-4 Sekunden zu verschwenden, einfach nur weil wir es können. Vor allem, wenn man eine MSU spielt, dann ändert sich teilweise bei manchen MSUs sogar die Musik. Und wenn man das dann ja, so selten macht, das ist wichtig, ja. Freut man sich dann, dass man. Oh ja, wieder mal die andere Musik. Geil! Ich habe mal wieder Pad gezogen. Ich habe mal wieder drei Panels für nichts geklärt. Ja, für mich hört es zum Spaß dazu, einfach das Pedestal da zu ziehen im Moment. Da weiß ich ganz genau so. Nee. Also die 2 Sekunden sind mir jetzt auch egal. Da finde ich es einfach spannender aus. Ja, ihr könnt halt in dem Tournament sein, ist halt echt entscheidend sein. Da kann ich schon verstehen, warum man es nicht ja, unbedingt zieht, aber. Ich würde es trotzdem ziehen, so wichtig ist es nicht. Weil, wenn du das Pedestal ziehst, da nichts drauf ist, hast du wahrscheinlich das Tournament eh verloren, also von daher. Ist richtig. Aber Manu entscheidet sich jetzt auch, die Spy Cave zu skippen. Nein, doch. Er wollte dann doch eine Mail mitnehmen, hat sie gesagt so, naja komm, ganz ehrlich, die obere geht vielleicht ein bisschen schneller und ich habe jetzt auch gerade keine Lust mehr mit der Blume rumzulaufen. Ist halt schön, dass er jetzt die Blume mitnimmt. Er macht jetzt zwei Cape und findet dann das Buch und muss dann wieder da oben lang laufen. Aber gut, kann er ja vorher nicht wissen. Ärgerlich für ihn, das stimmt.
So, und bei Jörg sehen wir, wie das echt wahrer Profi. Der sagt sich, ist egal, guck hier. Ich will mein 20er. Ja, damit fehlt eigentlich nur noch TR, oder? Ich glaube, sonst haben wir alles gecheckt. Ja, also Turtle Rock muss irgendwas noch haben. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Smith Chain fehlt immer noch bei Jörg. Nee, er hat Permit Chess geklärt. Ach ja, das hat er vorher vor Skywards gemacht. Ja, ja, okay. Da war währenddessen, muss er nämlich gerade durch Skywards. Und Jock hätte halt in der Theorie einfach schon direkt eigentlich Richtung TR gehen können. Er weiß, dass Eisberg nichts ist. Auf der anderen Seite, Boots in Ice Palace bringt nichts. Bringt mit noch einen Punkt, die sparen eventuell 10 Sekunden. Aber er muss halt eh nochmal jetzt mindestens einmal auf den Berg gehen. So wie man in Ziel normalerweise kennt, ist jetzt in TR jetzt Isa und dann ist in Maya dann der Eisron. Der Klassiker halt. Aber auch ein bisschen der Klassiker, wir hätten. Hatten wir das zweite Tempel immer noch nicht gesehen oder haben wir es gesehen gehabt dann schon? Nee. Bei Busrand, das macht er nämlich gleich nach Swamp nämlich erst. Also sonst fehlt noch das Bombers-Tablet und da haben wir auch keine Info. Shiva Hayes mit dem Buch wird jetzt nur hier oben das Ether-Tablet checken. Aber was auf dem Bombers-Tablet liegt, das wissen wir noch nicht. Also es wäre die einzige Option neben Turtle Rock, die noch existieren wird. Aber Manu sagt sich auch, nee, ich gehe ganz kurz auf alles und deshalb gehe ich auch gerade mal kurz runter. Die ist die sicherste Methode, denn das ist der einzige Check, den den beiden noch fehlt. Ja, hätte man da besser andersrum gespielt. Da wären wir halt schon näher an TR gewesen am anderen Tablet. Ich bin so ein bisschen der Nörgler, der überall mal die ein oder andere Sache anmerkt, was man besser spielen könnte. Aber ja, natürlich macht total Sinn, komplett safe zu spielen. Vor allem, wenn man jetzt eh nur noch TR und ein Item aufmacht, dann nimmt man halt noch das eine Item mit, wo der Eis dort liegen könnte. Und er kann ja auch dann am Ende sogar sein. Er müsste eigentlich immer sein Portal saven können. Muss er dann nach Maya eventuell das warpen. Ja, es macht schon aus allen Belangen Sinn, hier das kurz mitzunehmen. Einfach nur sicher zu sein, wenn es so der Eiswort ist, das wäre dann der Super-GAU sonst. Drei Bomben, ja. Nicht ganz so wichtig. Das heißt, entweder ist es der Eiswort in TR oder der Eiswort ist in Maya. Beides auch, gleich auch scheiße. Bedeutet, dass beide Items in Turtle Rock liegen müssen. Sowohl der Icewood als auch das Maya-Medaillen. Also, wunderschöner Deadzox. Wenn man den Deadzox auf sich selber legt, dann kann man sich halt gar nicht mehr bewegen. Sehr schön. Ja, und dann Jörg und... Ja, vor allem halt für Jörg dann interessant, dass man nur gleich das Buch checkt, dass er halt weiß, ich kann zwei Käfe immer liegen lassen. Ja, und für Busrunter auch die Sache. Er wird gleich nach Swamp Palace auch das Tablet checken. Hat dann auch beides gecheckt und kann dann genauso auch die Info an ThirdX weitergeben und sagen: Nee, das muss nicht sein. Und dann, itemtechnisch gesehen quasi ja wieder gleich auf. Aber auf der anderen Seite, die Dungeon, wenn wir es sehen, auf der rechten Seite fehlt quasi dann nur noch Tower of Hera. Da kommt man dann vorbeigelaufen später vor Gens Tower. Und Mizzou Maya und Turtle Rock als einzige Dungeon, die noch abgeschlossen werden müssen, die noch fehlen. Und bei der linken Seite, bei No Button Net, No Go Mode, sind es eben noch ein paar Dungeon mehr. Und das wird jetzt schwer aufzuholen. Es sei denn, die Deadlocks bleiben weiter im Weg stehen. Also, wenn es noch ein paar Deadlocks gibt, dann sitzt man ein paar Minuten länger hier. Und wenn er jetzt nochmal stirbt, er hat nur noch 200 Herzen nochmal auf dem Berg? Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. Ja, er geht schon proaktiv an die Deadlocks ran. Und dann wird er wieder getötet. Ja, der von links nach rechts läuft, ist einfach so der fieseste. Ja, Manu mag halt den Socks. Wir alle mögen sie. Wer mag keine Dead Socks? Aber ja, dann ist es in TR unser Progression. Damit wird es jetzt ziemlich ein Jahr werden. Ich meine, was können wir noch finden? Boots. Und dann gehen wieder zwei Checks auf. Und das war's eigentlich schon. Burner haben wir auch irgendwo gefunden. Fetch Quests haben wir auch schon alle gecheckt. Von daher, viel ist ja nicht mehr offen. Weil ich meine auch auf, abgesehen von das Mission und TR hat auch No Bugnet No Go Mode, keine Checks mehr offen. Weil sie ja quasi alles vor den Mids geklärt haben. Weil Mids waren quasi nach Location. Abgesehen von dem einen oder anderen Check.
Ja, aber die Dungeons fehlen halt trotzdem noch. Also das ist immer so ein bisschen die Sache, die Dungeons, die jetzt noch fehlen. Und das ist eben das, was aber das Routing so ein bisschen ausmacht. Was dann einfach auf der anderen Seite ein bisschen stärker war. Es gab ein paar individuelle Fehler noch, die muss man dann auch noch ganz klar noch bedenken. Also wir hatten es vorhin bei Third X gesehen, beim alten Mann waren es eben die 2-3 Minuten und das unbedingt geholt werden musste. Und so Kleinigkeiten halt und die kosten halt dann doch schon ein bisschen Zeit. Also, wollen wir mal sehen. Gibt's beide Items direkt in Turtle Rock oder gibt's nur eines der beiden und das andere dann in Missile Meyer, wo es auch nur 2 Checks hat quasi, also... Beides ähnlich wahrscheinlich tatsächlich. Was wir auf jeden Fall sehen müssen, ist über das Ether-Medaillon. Was anderes kann es dann auch nicht mehr geben. Ja, nicht schlecht, ein halbes Herz. Das kann tödlich enden. Ja, kann was schieflaufen. Ein bisschen darauf an, wie die Gegner springen. Das Schöne ist, die Chain Chomps, die würden eh zu viel Schaden machen, also das ist nicht ganz so tragisch. Kommt aber hier dann doch schon leichte Angst. Oh ja, leichte Angst. So, da ist eine Zed Potion. Ich könnte diese Potion trinken. Oder Burner benutzen. Oder viermal auf den Stab wechseln. So, mal schauen, wenn dann schon schneller beendet. Jock oder Shiva Haze. Ja, was ist das? Jock kommt langsam hinter. Jock wird immer schneller. Ja, beide werden jetzt auf jeden Fall aber auch dann die Lava-Chests öffnen. Ich weiß nicht, ob wir den Big jetzt schon hatten, aber unabhängig davon, keiner wird rechtzeitig dann schon Richtung Big Chest unterwegs sein. Vicky ist da. Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass jetzt beide dann quasi Lava-Chests öffnen. Nee, Big hatten wir schon. Ja, ich hab nicht drauf geachtet gehabt gerade. Das heißt also, dass wir jetzt auf jeden Fall Lava-Chests öffnen und das ist dann sogar das Problem mit, ja, Wer von beiden öffnet jetzt die Lava-Chests? Oder machen es einfach beide, weil... Ja... Ich sag mal so, er hätte auch einfach kurz warten können. Ah, das sind die Boots, ja, okay. Für die Boots. Gut, 2 weitere Checks über die Boots. Ja, hinter den Boots, jetzt halt in dem einen Check ist halt jetzt Ether, in dem anderen ist er Eisbock. Easy. Das wäre auch ziemlich dumm. Was macht auch jetzt null Sinn, hier rauszugehen? Du hast gesagt, wir können das Portal auch aufheben später. Mit ein bisschen spiegeln und flirten, dann können wir später ins Portal springen, direkt zu Laserbridge gehen. Und die beiden Boots-Checks sind eh in der Light World, also von daher, ja, was soll's. Oh, Manu hier mit dem schönen Sandwich-RNG. Das macht den Raum um 10-faches einfacher, währenddessen Jock ein bisschen mehr Probleme hat. Es klingt auch viel leckerer, Sandwich RNG. Ja, ist richtig. Ja, das muss man erwähnen. Das ist genau die RNG, die ich mag. Immer nur ans Essen denken, Teto. Immer nur ans Essen denken. Ich verstehe dich gerade nicht. Ich habe gerade ein Sandwich gemacht. So, das glaube ich dir nicht. Ich will da will ich einen Beweis sehen von dem Sandwich. Ja, wenn das Race durch ist. So, Info jetzt gerade für Jock, muss nicht auf Mimikave gehen. Ja, doch gut. Wenigstens noch einen Check aufteilen können, besser als nichts. Ja, Manu kann jetzt eventuell noch dann die Xiste oder Chess skippen, wenn da nichts drin ist. Die Info kriegt er dann von Jock. Aber ne, die würde ich eher nicht liegen lassen, weil das ist unser Eislob. Da haben wir nur noch einen Item vom Go-Mode, der ist jetzt entweder hier in dem Dungeon oder auf der Z-Bomb oder hinter den Boost-Checks. Ich sag, er ist auf Laser-Tip. Was ist dein? Nein, Boost-Checks. Okay. Okay, und wo ist es jetzt? Auf der Z-Bomb. Mein 4-1 haben wir bisher gefunden. Ich glaube, 2 NTR. Auf jeden Fall Boots und Icewatch. Die kann ich mich erinnern. Ist richtig. So, in klassischer NMG-Manier wird hier von unten aufgemacht und da ist auch schon unser Go-Mode. Tut mir leid, Teto, es war nicht Z-Bomb, es war nicht die Bootstracks, es war einfach ein TR. Ja, Red-Bomb wäre auch schwer gewesen, oder? Ne, Turtle Rock nur. Ich dachte, es war mehr und Turtle Rock. Nee.
Erzählst du mir die ganze Zeit hier, ne? Warum Swamp Palace! Warum höre ich dir eigentlich zu? Ich hab niemals gesagt von Meier! Ich hab das nie gesagt! Doch, ich such die Stelle raus. Nein, ich hab Swamp Palace und TR gesagt. So, Manu, nimm dir die Red Potion. Das wäre jetzt der Augenblick, um zu sagen, ja. Ja, ist die Antwort. Und dann wird eigentlich nochmal erwischt. Oh, das können nur einmal. Ja, es wäre zu riskant gewesen. Und damit hat auch Jock Manu überholt. Das heißt, er wird wahrscheinlich, je nachdem, wo der Big Kid Meier ist, deutlich eher auch in GT sein, weil Manu muss ja deutlich eher, das heißt so 30 Sekunden, weil Manu muss ja noch Torf heraktieren. Jetzt hab ich schon wieder Hunger, Teto. Ein sehr schöner Kampf von Jock. Der sogar nur auf Glimme unterwegs ist, sich nicht mal die Zap-Mail, nicht mal die Blue-Mail aufs Bett gesorgt geholt hat. Ja, aber Third X, auch mit dem Turtle Rock Play, wird also auch gleich das Go-Mode dann auch für Busranter soweit dann callen können. Ich hab's ja gesagt, so viele Checks gibt's auch nicht mehr offen. Aber eben Dungeon. Dungeon, 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 das summiert sich halt auf. Also, das ist eben die Schwierigkeit, hinterher zu laufen. Was aber wahrscheinlich auch der Unterschied hier ist in dem Race, es war so ein bisschen die Aufteilung. Bei Third X und Busranter gab's ein, zwei Checks, die irgendwie doppelt geholt wurden, was hätte nicht sein müssen. Und auch ein bisschen einfach die individuelle Execution. Und da ich ist muss einfach bei Shiva und Jock einfach doch beides gut gelaufen. Wenn man ab der Moon Pearl oder ab Dark Pearl einfach nur noch auf Dungeon gespielt hätte, wäre man auch durchgekommen. Ich glaube, es war kein einziger Check auf der Open World. Hinterm Pilz. Nach der Moon Pearl. Nach Dark World Access. Aber der Pilz. Den gab schon in Kakariko Teto. Das war, glaube ich, alles in Dungeon. Die Flippers waren in Eastern. Die Mids waren in Swamp. Sumaria hatten wir schon early. Auch überraschend, dass Manu sich nicht direkt die Silvers auf Hookshot Cave mitnimmt. Ja, er kommt gleich nochmal dran vorbeigelaufen. Wäre jetzt klar für den Dungeon noch angenehm. Manu hat das Cave, wir haben Half Magic. Ja, keine Ahnung. So, Manu macht es auch ein bisschen Zeit auf Jock gut, weil Jock Kisten checken muss, die Manu wahrscheinlich auslassen kann. Genau, der Big Key, der noch gesucht wird, kommt jetzt auch an, wo der noch liegt. Das heißt also, Manu wird vielleicht einen Small Key nur hinten klauen müssen, sofern diese Kisten jetzt hier nichts haben. Und das haben sie nicht allzu spannend, also wird Manu die wahrscheinlich weglassen. Mal interessant, wer von beiden zur Cutscene-Chest geschickt wird und wer die anderen Kisten aufmacht. So, wer hat mehr Glück? Da ist schon mal ein Key. Okay. Ja, kein Glück. Jo, kannst du von auf die rechte Seite. Shiva jetzt fällt dafür noch ein Schwert. Oh, fürs Goldsword, das ist auch nicht schlecht, weil man keine Silvers hat. Das wollte ich mitnehmen. So, mal schauen, ob Jock jetzt hier einen Big Key oder einen Small Key findet. Er findet einen Small Key, das heißt, der Big Key ist Vanilla. Und Jock wird das, Leute, wird das Wort auch noch abholen. Yay. Nee, wieder nicht. Doch, wird er. Warum sollte? Das ist so wie Pokémon, du möchtest alles sammeln. Oder ist noch ein Schwert, das hätte ich gerne. Nein, du willst nicht abholen. Jock, nein, Jock, tu es nicht, tu es nicht, Jock. Nein! Ja. Du brauchst das auch gar nicht mehr. Okay, es ist schwer für GT. Sinnvoll, aber an sich ist es mit Silver. Ja, man kann es nachher für Gen nehmen, um einfach nur eine super einfache Gen-Cycle zu haben, ohne dass da irgendwas anbrennt. Und es sieht einfach schöner aus. Und damit zieht Shiva Haze wieder an Jock vorbei. Aber Shiva Haze muss noch heraklären. Aber ist natürlich alles egal, weil Shiva Haze und Jock sind in einem Team. Und ist ja auch die League in der ersten Woche, weil die Schwerter dazugekommen sind.
Da spielen gerade immer zwei Spiele gegeneinander, die sprechen sich gegenseitig ab. Rechts das eine Team, links das andere Team. Und ja, gerade eben sieht so aus, als ob Shiva Hales und Jock das erste Spiel für sich entscheiden würden. Ja, Turtex und Busranter werden jetzt auch gleich ihren Go-Mode noch finden. Das Ether Medallion hier in Turtle Rock neben dem Ice World und den Boots. Ziemlich interessante Location, ziemlich voller Dungeon. Aber wie du es angesprochen hast, die Durchschnittszeit beider Finisher wird am Ende zählen und sollten gleich Shiva Hales und Jock, die einen kleinen Vorsprung haben, gleich hier als erstes und als zweites beenden das Race. Dann gibt es keine Chancen mehr, dass das Team von Nubak Nogomo das noch im Schnitt einholen kann. Also ist vor allem in den Dungeon ist noch einiges zum Aufholen, da ist der Vorsprung einfach da. Da waren sich halt ein ziemlich netter Ziel, abgesehen halt von den zwei Dungeons, zwei Items in TR. Und halt den Mitzi Zwang Palace. Nein. Nee. Er läuft gerade die Laserbitch runter, ganz gemütlich. Und ich denke mir, wieso so gemütlich? Und in der ersten Kiste sofort das letzte Medaillon und sagt sich so: Ops, Moment, ich glaube, wir haben alles. Was ist doch für ein Aber es war noch ein Key. Ja, der fehlt jetzt noch. Ja, klar, aber der liegt ja hier mit etwas Glück auf der Laserbridge. Beziehungsweise er hat alle Kisten ja gecheckt. Also muss er hier liegen. Und ja, Galaxy Brand den Key in der zweiten Kiste direkt. Als ob er es gewusst hätte, aber. Manchmal hat man Glück. Ja, Shiva anscheinend überlässt Jock die Führung. Er hat keine Lust auf Dark Tombs und er hat ein bisschen wenig Dem. Ja, die Lampe im Back of Pot. Also Palette of Darkness im hinteren Bereich mit der Lampe. Wir sind gerade bei Busranter nochmal. Diese Tür, wenn man von unten hochgeht, hat man eine gute Chance, vom Laserstrahl getroffen zu werden. Die Chance ist quasi null, wenn man von oben an die Tür nach unten läuft. Dementsprechend gerade nochmal ein bisschen Schaden genommen. Naja, damit auch dann der erste Sander jetzt hat mit 7 Kristallen unterwegs. Theto, welches Spiel spielen wir denn da gerne? Auch wenn das kein Bot unterstützt gerade eben heute. Ja, Gens Tower, GT Biki in Gens Tower. Ja, wir können gleich bei Jock, der zuerst in Gens Tower betreten wird, dann mal zählen, wo der Big Key liegt. Ist natürlich im Koop alles sehr spannend, denn sollte nachher noch der nächste mit reingehen, können sie sich ja absprechen, aber Manu hat mal ein bisschen mehr zu tun. Das wird nicht ganz passen. Wir können also vor allem war er noch wahrscheinlich komplett zählen. Er muss durch Hera durch, ja. Er muss durch Hera durch, also da wird Jock allein, der wird den Big Key finden, bevor Manu GT betritt. Genau, also 90% der Fälle. Da ganz entspannt gleich bei Jock mitzählen, wo der Big Key sein wird. Was ist denn dein Tipp heute? Bei mir ist heute mal die 3. Ich bin die 2. Einfach nur, damit du unter mir bist. Klassiker. Nee, ich bin eigentlich immer für die 2. Erst ein Small Key, so Small Key, dann Big Key, so Big Key. Das ist immer so, ist ja der Reversed-God-Play. So um was ist, wenn man erst Dings geht? Ja, dann das Gleiche. Oh, ein Small Key, oh, ein Small Key und dann Big Key. Ändert sich nicht. Man ist trotzdem glücklich, dann weiß man, dass links richtig war. Ist genauso gut. Ja, Manu ist auch, Shiva ist jetzt durch den Raum durchgekommen. Muss jetzt nur noch die Motte besiegen. Nutzt eben das Cape und das Butter Sword. Braucht für jedes Auge 3 Slashes. Da geht der Boss auch schnell tot. Und dann ist auch Jock schon der Erste in Cheat. Ja, wer noch mitraten möchte von 1 bis 22, just for fun. Ohne irgendwas, irgendwen, irgendwo. Der Gewinn ist, dass das Schulze einem nochmal ganz nett vorliest vom Namen her. Der darf es noch eben ganz kurz in den Chat schreiben, die letzten Sekunden laufen. Oh Mann, das bin jetzt an die andere Frage, aber jetzt ist es zu spät. Das hab ich schon reingeschrieben. Ja, du beachtest nicht mal den Delay hier, ne? Was ein Monster. Mann, immer dieser. Einmal mit das, wer ist Smolty das überhaupt? Und Zack! Ach, Gott, nee. Gut, wir müssen von vorne anfangen, das gefällt mir nicht. Ich habe noch die 3 offen, jetzt auf der Torch. Komm. Jock weiß, wie er mich gewinnen lässt. Ah, guck mal, da war auch ein Smoky gewesen. Ja, im Kurve immer meistens immer die vorderen Checks zuerst clearen. Weil wenn er vorne liegt und dann geht erst nach hinten, dann verliert man quasi doppelt Zeitgefühl. Ja, ich hatte jetzt letztens bei uns in der Absprache so ein bisschen gesagt, so dieses links, rechts, links zu laufen. Also ein bisschen so dieses Dark Magician, erst nach links kurz durch, dann nach rechts einmal durch. Da hat man die vorderen Checks und dann auch wenn der zweite Spieler in GT nachzieht, dann kann er wenigstens auch komplett links durchlaufen. Und man weiß, der Key wird zu 99% hinten liegen. Gut, 96%. Hey, wir haben schon 4 Keys gefunden. Ja, minus Tile Room halt. Okay, das ist immer so die einzige Ausnahme. Aber wenn jetzt okay, sehr interessant, kommt, innerhalb von den ersten 7 Kisten 4 Small Keys gefunden.
sieht man auch selten. Wenn jetzt Shiva Hayes jetzt nicht nur durch Hera müsste und wird auch noch Gens Tower kommen, dann müsste er quasi rechts lang laufen. Und wenn der andere Spieler bis dahin nicht bis Wendeboom durchgehst, was machst du dann? Gehst du sofort durch oder gehst du lieber nicht durch? Immer finde ich schwierige Entscheidungen, die man da ganz gerne hat. Warum kann der Bikini nicht einfach immer auf der 1 liegen? Ja, komisches Randomizer, aus wir hier spielen. Warum können ich einfach alle 1 da liegen? So, 9. Check, auch nichts. Na, etwas Glück kommt Shiva jetzt auch noch rechtzeitig dazu. Zur Party. Zur Party? Ja, Gens Tower Party. Du kriegst immer so eine Einladung am Anfang des Seeds. Wenn man da mal an Links Haus im Briefkasten gucken würde. Gennen is inviting you to his house party. Visit me at Gennen's Tower und so. Dass du das noch nicht gesehen hast, tut mir das leid. Ja, Duden hat's verstanden. Zur Party? Oh, schöner Knockback gerade bei Manu. Ja, es kann dann eben auf der rechten Seite liegen, wo Jörg hätte einfach hätte direkt hingehen können. Oh, Manu hier mit leichten Problemen. Und ja, Manu wird einfach nur rechts durchlaufen. Er weiß, dass er auf jeden Fall den Wiki finden wird. Es sei denn, er ist enthalten. Da, da, da. Da. Ich glaube auch, es fühlt sich so an, wenn viele Small Keys am Anfang liegen, dass der Big Key öfter in Teilsum ist. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass der Big Key auf der rechten Seite. Einfach nur, um das Play zu bestrafen, dass er nicht irgendwie durchgelaufen ist. Ja. Aber wir haben noch einfach Eis muss. Ha, nee, da liegt kein Big Key. Nicht mit 4 Keys in der Front. Niemals. Niemals sieht da jetzt der Big Key. Wir lieben Eis Amos. Ja, aber da ist er nicht. Da ist er. Da, erste Kiste, zweite Kiste, dritte Kiste. Ja, 17 Checks, kein Biki. Dann über die rechte Seite. Ich sag ja, es ist Teil so. Nur es wird da keine 22 sein. Die Frage ist, macht jetzt einer Teilsum oder gehen einfach beide durch? Ja, es ist wahrscheinlich an der Stelle auch egal. Es gehen beide durch. Von den Zeiten her werden wir beide knapp um 1,30 finishen. Ein bisschen drüber. Wir müssen Agar 1 nämlich noch machen. Das wird am Ende des Seeds dann nach Agar 2 über die Pyramide gespiegelt und in Agar 1 gemacht. Ich meine, mir kann es nicht schlecht sein, einfach Agar in dem Seed zu machen. Vor allem mit Starkwald Access, aber in dem Seed hat es sich einfach nicht gelohnt. Ja, und hier Third X, bisschen Problem mit dem Spooky Action Glitch, wie wir ihn nennen. Runter auf 3 Herzen, hat auch das Puder, wird sich gleich hoffentlich pudern müssen. Erste Kiste. War's nix. Zweite Kiste. Und da ist der Biki. Auf der 20 damit bei Jörg. Und damit ist Jörg wieder vorne, weil er muss nämlich keinen Smoky mehr einsammeln. Mal schauen, wer von den beiden das Lace macht. Mann, du musst Shiba den Sieger nochmal kurz erwähnen hier von dem Big Guessing Game heute. Das ist doch der Iberetta, der gewonnen hat. GG. Hat 19 geraten, es war die 20. Ich sag nochmal deinen Namen: Iberetta, Iberetta, Iberetta. Ich hoffe, du bist glücklich. Du musst den Namen rückwärts aussprechen, bitte. Raterebi. So, und jetzt für das Team unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem. Noch der Climb vor sich. Anschließend Agar 2, Agar 1 und dann ist jetzt nicht zu weit beendet. Busranta, erst Mesümeier, dann Desert Palace für die letzten Kristalle, die noch fehlen. Und Third X muss nochmal kurz ebenfalls nach Desert. Nimmt das Swagnet noch mit. Sieht auch immer ein bisschen schöner aus. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, da kann man da den Gens Tower einfach noch ein bisschen Zeit sogar gut machen. Auch hier wissen die Teams auf der linken Seite, die Spieler bereits schon bis Ranta, wo der Biki liegt. Da Third X bereits durch den Dungeon durch ist. Und das sind die kleinen Fehler. Third X gerade auf dem Weg zur Big Chest, wo er natürlich kein Biki hat, weil
mehr will er eigentlich auch gar nicht in dem Dungeon mehr finden. Wir haben quasi alle Schwerter, alle Rüstungen. Silberpfeile. Ja. Das ist dann dieses... Man ist ein Automatismus drin, man hat irgendwelche Sachen, die man einfach nur runterspielen möchte und dann macht man irgendwelche Sachen auf, die sich einfach gerade gar nicht richtig anbieten. So, währenddessen Shiva jetzt und Jörg die letzten Flure hier hinklimmen. Shiva ist ein bisschen wenig Magie. Ich habe auch so das Gefühl, dass Shiva Haze schön immer ein bisschen Zeit gewinnt. Pro Raum. Ja, wird aber jetzt hier Zeit verlieren wegen der Magie. Oh, aber Jörg auch eine Fackel vergessen, aber das reicht nicht mehr. Gott, doch keine Zeit verloren. Damit ist Shiva jetzt wieder vorne. Solange jetzt hier keinen großen Blödsinn baut, weil das ist dann der Moment, wenn jetzt die Magie komplett ausgehen sollte. Ja, es ist eigentlich mehr als genug da, um es mit der Lampe zu machen. Okay. Funktioniert mit dem Firewall noch, aber riskant. Oder routiniert. Eins von beiden wird zutreffen. Ja, Jock wartet auf den Jingle-Glitch. Der ist mittlerweile rausgepatcht. Kann nie mehr passieren. Brauchen wir gar nicht mehr drüber zumindest reden. Zumindest im Dungeon. Stimmt, Dune hat recht. Manu hat gar keine Lampe. Wow. Ja, dann... Oh Gott. Da hätte ich ja vorher... Dann hätte man ja bei Lanmo ja erst recht... aufpassen müssen, dass man da nicht die ganze Magie verschleudert. Ich meine, er hat halt Magic, ich glaube, er hat eventuell sogar noch eine Potion. Ich weiß nicht, ob er noch eine Potion hat. Aber magietechnisch hat er nicht viel gehabt gerade eben. Es waren wirklich nur 5 Firewall-Schüsse. Markus Kuhn, die sind so Kopf an Kopf, weil die ein Team sind. Ja, der Seed war ziemlich, man wusste, dass man Ganon's Tower am Ende nichts mehr suchen muss und dementsprechend wurden die letzten Gomo-Dungeon-Items dann soweit noch in den anderen Dungeon gesucht, noch vorher, vor Ganon's Tower. Und ja, da war dann nur die Überlegung, wer geht dann wohin und am Ende waren sie dann Hand in Hand quasi in Turtle Rock und mussten danach dann auch die letzten Dungeon abschließen, weil sie sich ja, vorher die ganze Zeit aufgeteilt haben. Und Jörg hat natürlich dann noch den Cheaty Pinky Last located und deswegen hat man genau. Noch kurz halt aufgeholt. Das ist auch ein bisschen das Problem, je nachdem, wo der GTB-Key liegt und ein Spieler zuerst reingeht und ja, dabei Pech hat, kann es auch mal gut Zeit kosten. Da muss er ein bisschen auf den Pfeile aufpassen, kann jetzt ein paar Pfeile verschießen. Hat er ein bisschen weniger für Ganon's Tower. 6 sind alle für sich ausreichend, aber. Jetzt hat. Nicht zu gern reindroppen, sondern AK1 muss noch geklärt werden. Genau, einmal jetzt hier oben gegenbonken und dann einfach unten mal kurz spiegeln oder einmal rumlaufen und spiegeln. Dann für ein All-Dungeon fehlt der letzte Dungeon noch quasi. Das ist hier Castle Tower. Aber mit den Silberpfeilen und allem Equipment, was man bereits hat, relativ einfach, relativ Routine. Obwohl, na, Routine wenig, man spielt selten Old Dungeon, aber die Räume geben dann doch schon wenig Schwierigkeiten. Ja, Third Exit hier mit einem Setup für den Herapod ohne die Bulls, macht mit der Bombe. Ist mit den Bulls tatsächlich doch einfach ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher aufzusetzen. Geht auch so, man sieht's. Aber es ist eine Gefühlssache. Wenn man das konstant mit der Bombe hinbekommt, dann ist gut. Wenn man aber da ab und zu mal Probleme hat, dann sollte man sich das Bootset auch gut mal angucken. Das geht relativ gut. Natürlich ganz wichtig, nur Bugnet, nur Gomod hat sein Bugnet gefunden. War ja, das überhaupt? Ich mein, irgendwo. Aber ich meine, es zahlt sich aus. Shiva hier ist gerade nochmal gestorben. Weil kein Bugnet. Keine Fee. Und seine Dead Potion schon irgendwo anders verschwendet in TR. Ja, auf der Laserbridge. Und keinen Powder benutzt in GT. Das ist selber schon. Wir haben auch mit hier wunderschöne Execution. Läuft einfach durch Agar Tower durch, als ob da keine Gegner wären. Wunderschön.
So, Zeit jetzt für Blue Balls. Hat Shiva jetzt auch die gleichen Blue Balls, obwohl er gerade gestorben ist? Ja. Blue Balls an die dasselbe. Ja, wahrscheinlich dann nur anders, wenn man bei einem Boss mal stirbt, dann glaube ich, nachdem der Boss einmal getriggert wurde. Kann sein, weiß ich nicht. Ah, stimmt. Stimmt. Jetzt weiß ich, was ein bisschen das eines der Probleme sein könnte. Und zwar, Shiva hat ja die Lampe nicht, muss also hier durch die Dark Rooms. Da kann es aber passieren, dass man immer ganz gerne mal stirbt. Währenddessen das Wartespiel losgeht. Aber Third X gerade deutlich schneller in Gens Tower unterwegs, geht über die rechte Seite durch, wird gleich den Biki finden. Und zwar für ihn dann auf der 5. Und dann sind sie quasi nur einen Gens Tower und einen Castle Tower hinten dran. Sogar weniger als das. Also das ist schon eine gute Leistung. Dafür, dass die Mids halt ziemlich spät located wurden, das hat einen riesen Vorteil für das andere Team gegeben auf der rechten Seite. Ja, da ist ja dann noch alle Items eigentlich quasi in den Mids waren. Ja. Ja, auch das Routing. Ich meine, Bastrand, da war voll mit dem Buch in Desert. Also die Kleinigkeiten, die summieren sich am Ende auch noch auf. Dazu was angesprochen gehabt, es geht einfach mit der Flöte Trammel schneller. Aber Jock jetzt schon beim Gen-Kampf. Ja, Jock auf jeden Fall der, wo zuerst finishen wird. Das ist keine Frage mehr zu dem Zeitpunkt. Hard of the Scroll Sword. Der Feigling hat es einfach mitgenommen. Ja, also wenn man das Butter Sword schon mitnimmt, dann soll man es auf jeden Fall jetzt auch hier rausspielen, dass man sagen kann mit hier, ja, wirklich eine easy. Alles one-cycled, genau. Wir haben das Cape noch, wir haben. Er hat die Lampe für den Torch, den hat er für Half Magic nicht. Einfach dann die Silvers bei den Gannon hinterher schießen. Er hat die Lampe. Ja. Er kann alles machen, was er möchte, auch wenn die Magie jetzt ausgehen sollte, wenn er jetzt aus irgendeinem Grund seine Silvers verschießt, hat er immer noch die Lampe. Oder Bombos benutzt. Man weiß ja nie, was passiert. Wartet jetzt, bis Gen in der Mitte des Raumes steht, damit er ihn dort free stunnen kann. Ja doch, ich wollte gerade sagen, sah komisch aus. Kann dann da auf 2 oder 3 Hits geben, ist das Glück. Und dann der 4. Damit ist Jörg unser erster Finisher mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 31 Minuten. Und jetzt muss ich kurz warten, weil ich zu früh angefangen habe, das zu sagen. 40 Sekunden. Und der Timer noch weiterläuft. Offizielle Zeit ist 40 Sekunden. Ja, gerne die Gs in den Chat an Jörg. Als erster Finisher. Wie angesprochen, wir zählen hier die Durchschnittszeit von beiden Finishern. Das ist das, woran wir entscheiden, welches Team gewinnen wird. Hoffen wir nicht, wir bekommen ja auch die 2 Sieger gleich mit ins Interview. Hat Shiva jetzt wirklich die Silvers liegen lassen? Ja. Da können wir doch gleich mal Jock fragen, warum Manu die Silvers liegen gelassen hat. Ja, er hat's vergessen. Ja, Flippers und Silvers, das liegen wir nicht, ne? Ja. Wie es aussieht. Braucht man nicht. Siehst du mal dich, Jock? Ich meine, wir hätten kurz auf Shiva gewartet, denn er wird ja auch nicht mal ganz so lange machen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil er keine Silvers hat. Und dann haben wir euch gleich beide sogar im Doppelpack in einem Team gleich hier. Meine ganzen Lasers sind ja auch dann mit 10 Minuten Delay werden auch mit 10 Minuten Delay gespielt. Genau. Shiva ist es auch später erst bewusst geworden, dass die Lampe vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen wäre in einem All Dungeons. Es ist eben die Schwierigkeit, weil der einzig schlimme Darkroom ja quasi dann eigentlich nur Maya, Aga, naja gut, kommt drauf an, wie man es geübt hat. Also es ist so, wenn ein Spieler sagt, ich kann die Darkrooms wirklich gut, dann macht es keinen Sinn, da 30, 40 Sekunden noch für die Lampe auszugeben. Wenn man aber sagt ich verliere wahrscheinlich 20 Sekunden in Maya und 20 Sekunden dort, dann macht es halt schon Sinn, die Lampe mitzunehmen. Vor allem auch gerade im Gens Tower mit dem Torchwurm, das war auch ein bisschen knapper gewesen alles. Aber das ist dann eine Sache, da hätte man drüber nachdenken sollen. Aber wenn man die Silvers nicht hat, dann hat man nicht so viel Wahl. Aber nicht so viel Wahl gibt es auch mehr in dem Race gerade eben, denn Shiva Haze beendet mit einer Zeit von 1:33, 31 GGs. Auch an dich, Manu. Und damit euer Team.
als erster und zweiter den Seed beendet. Dementsprechend ist die Durchschnittszeit definitiv schneller als die von Third Ex und Bus Runter. Daher ein Sieg an das Team der Alkoholmannschaft mit einem Volleyballproblem. Dankeschön. GG's. Gott, war ich aufgeregt am Schluss. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dieses Turniersetting, wo man den Sieg unbedingt haben will und dann so aufgeregt ist. Also, wenn ich Ladder spiele oder so, dann ist das irgendwie was anderes, als wenn ich ein Turnier spiele. Ich meine, es ist ja viel nervöser. Es ist ja ziemlich einfach mit Silvers am Ende, da ist man ja nicht mehr so nervös, denke ich, oder? Ja, Silvers sind halt echt einfach geil bei Ganon. Wenn man einfach nur vier Pfeile schießen, dann ist der Boss einfach. Ja, das wäre schön. Also, Silvers wäre echt schön gewesen, ne? Ja, ich habe die Hookshot Cave komplett vergessen. Also, ich war dann auch am Schluss wirklich zerstreut. Und das Meier, da ging es dann schon los bei Meier. Ne? Also, normalerweise kann ich den Darkroom ja. Aber das Problem war, ich hatte Jock auf dem Ohr und habe halt mein Headset gehabt und habe den Ton vom Fernseher nicht laut genug gehabt, dass ich gar keine Orientierung hatte, ob ich auf dem Schalter bin, ob ich jetzt gerade irgendwie den Topf hochgehoben habe oder sonst was. Und ich habe dann auch zu Jörg gesagt, ja, warte mal, ich muss kurz mein Headset runternehmen. Und dann hat es auch funktioniert, ja? Nachdem ich mir die Fairy geholt habe, weil es ein bisschen knapp wurde da unten. Obwohl ich schon eine Potion reingeballert habe. Also war echt eine Menge Aufregung jetzt gerade. Also, und auch, was du gerade angesprochen hast bei den Torches, da war ich dann auch so, das wird aber ganz schön knapp mit der Magie, ne? Es ist mir zum Glück rechtzeitig noch eingefallen, dass ich den Topf da unten auf jeden Fall brauchen werde, weil ich ja keine Lampe habe. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon wieder total vergessen, dass du die Lampe natürlich nicht hattest. Dann dachte ich auch, gut, dann hättest du bei Landmut 2 ja auch die Silvers nehmen können. Und dann sehe ich gerade beim Gendenkampf, ach, du hast auch gar keine Silvers gehabt. Also das war alles so ein bisschen, ups. Na ja, gut, aber am Ende hat es ja noch gereicht und der Vorsprung ist tatsächlich dann auch so ein bisschen über den Zieht auch gewachsen. Die Mates habt ihr dann ein bisschen eher noch gehabt, das war von der Aufteilung her. Die Execution, ihr seid zwei sehr starke Spieler, das hat sich dann einfach durch den ganzen Zieht so ein bisschen durchgesetzt. Also eure marginalen Fehler haben weniger Zeit gekostet als bei so Kleinigkeiten, die bei Third Ex und Buskante dann manchmal etwas schief gegangen sind tatsächlich. Ja, das war auf jeden Fall auch ein guter Call mit Swamp Palace. Da hat sich dann Jock dafür entschieden, dass er... Weil ich hatte ein bisschen Angst um Hera und dass der Agina, der war auch so ein, Agina war auch ein bisschen so ein Problem, wo ich Angst hatte, dass wir ewig lang die Boots geskippt hatten oder so. Das war ein bisschen mein Bedenken. Ja, man hätte eigentlich nach der Dark World Hype Cave machen können und nach Hype Cave nur noch Dungeons. Ja. Und wir wären Ziel gekommen. Also ich habe mich nicht getraut, in TA reinzugehen. Ich hatte sowieso Quake vergessen. Von daher, ich wäre auch nicht reingegangen, ganz ehrlich. Das war mir zu heiß, das Ding. Im Qualifier erst TA gedippt. Und ja, es reicht jetzt erstmal hin. Ja, ist immer eine schwierige Sache. Ich meine, man hätte eventuell das Portal noch aufsafen können oder, aber schwierig. Ich kann es verstehen, da nicht reinzugehen. Wir haben auch gesagt, vielleicht möchten wir vorher noch mal ein paar Checks machen und vor allem, man konnte sich auch noch ein bisschen aufteilen. Das war dann noch so dieses, ja gut, so viele Checks sind dann auch nicht mehr übrig. Und dementsprechend wart ihr nachher dann ja quasi Hand in Hand dann so ein bisschen Richtung Turnbrook und Co. unterwegs. Ja, war das dann immer ein Safe zwischen den beiden Teams, sondern einfach nur noch ein Safe zwischen Manu und Jock und dann Lars, okay, Jock kann auch noch den GTBK, dass Manu wieder aufholen kann. Und Manu ist so fair und sagt sich, ich brauche keine Silvers, damit das alles wieder ausgeglichen ist. Ne? Ja, das Ding war, Shiva hat vergessen, wo die Half-Magic lag. Ja, gut, okay. Ja. Und ohne Half-Magic habe ich gesagt, nee, da gehst du mal nicht Right-Side, weil dann wird mir das mit der Magic zu knapp und dann habe ich halt den Smolky geholt und bin Left-Side rumgegangen. Aber sonst mit Half-Magic wäre ich Right-Side gegangen. Ach, hast du auch dann deswegen, weil Manu nicht die Half-Magic gesagt hat, Manu nicht die Location von den Flippers gesagt? Ja, da hat der Duden, wir hatten ja zum Teil wieder sehr viel auf drei Seiten hier gesehen und auf einmal dachten wir so, Duden dann so mit Marlo und die Flippers nicht aufgehoben. Duden und Swunsch haben heute gecheckt nämlich und wir dann so mit, mal gespannt, wenn er jetzt nicht wieder reingeht und am Ende heißt das so mit, wo waren jetzt die Flippers, dann gibt es einen mit, weiß ich nicht mehr, dann wird das ein bisschen lustiger in Gesicht, aber du bist ja auch sofort wieder rein. War auch wirklich so, dass ich Jock ungefähr dreimal gefragt habe, wo die Flippers waren oder so, oder ja. Er hat es wahrscheinlich öfter als dreimal erwähnt, wo die Flippers lagen. Und ich habe sie halt
vergessen und hab mir dann gedacht, ja, jetzt hole ich mir meine Titan und gucke ich so auf den Tracker, warte mal. Das geht ja gar nicht, da stimmt was nicht. Ab, die Flippers. Warum ist ja. Der Dungeon noch rot? Ich hab ja schon die Flippers aufgesammelt. Also der Worst Case wäre halt wirklich gewesen, wenn man irgendwie sagt, ich weiß auch nicht mal, wo die waren, da müssen wir wieder in den Bots gucken und Co. Und sowas kostet halt doch schon Zeit, also von daher. Ja. Immerhin. Dann geht man nochmal rein, passiert. Aber war, glaube ich, ganz gut, das Match, um mal ein bisschen die Nervosität abzuschütteln, ne? Oh, es war gerade der Busrand da passiert. Er hat gerade gespiegelt und dann? Ah, passiert. Wollte wahrscheinlich safe und quitten und kam dann irgendwie ins Haus aus. Hat sich nicht gewundert, was es jetzt war. Kann wieder nicht hier durch. Aber das Buch war auch nochmal so ein richtiger Troller. Es stirbt, Jogda in der Spike Cave. Ja, ja, ja. Dann denke ich mir so, ja, wir haben jetzt bloß noch die eine Location offen. Jetzt machst du die halt noch, bevor es in Turn Rock geht. Weil, ja, und dann kommt da ein Buch und dann kommst du wieder in die Zwickmühle. Ja, pass auf, wenn das jetzt, wenn es jetzt Turtle Rock gehst und da kein Ice Rod liegt und der auf dem Bombos-Tablet ist, ja, dann hast du die Arschkarte, weil dann musst du mirren und dein Portal auch noch aufgeben. Aber ich dachte, weißt du was, das machst du jetzt auch noch. Also es war wirklich noch unser einziger Check, den wir noch offen hatten. Dann holst man sich auch noch die Blue Mail, bevor man das Tablet checkt. Ja, er hatte kein Buch. Ja, da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Buch, ja. Ja, war halt ärgerlich. Ja, tatsächlich, das Buch hat dann halt Ex und Basran da ein bisschen eher noch gehabt. Das wäre doch eine der Sachen gewesen, wo man sagen könnte, wenn da was hinterliegt, das hätte vielleicht nochmal so ein bisschen geschiftet, aber wie angesprochen, das war so, ihr habt einfach jede 10 Minuten auf der 1 Minute gut gemacht gefühlt und über 90 Minuten hat man daher am Ende dann ein bisschen weiter vorne. Ja, aber Turtle Rock war schon, also wir haben schon geschwitzt, also wir hatten schon Angst, wir wussten ja dann irgendwann, dass es ein Turtle Rock ist und ja, wenn du den Play machst, dann hast du die Boots und den Ice Rod, ne? Also das hätte ein richtiger Gamechanger sein können. Hätte man schnell im Go-Mode sein können, ja. Aber leider haben Nobuckner und Go-Mode halt auch ziemlich lange die Mids liegen lassen. Also da ist quasi alles gemacht worden, bis auf Swamp Palace. Dementsprechend hatten sie auch alle Checks schon quasi. Also haben am Ende nur noch die 3 Mids-Checks gefehlt. Alles andere wurde auch schon gesehen von den beiden. Also deshalb haben sie am Ende auch relativ schnell wieder aufgeholt. Aber bis zu dem Zeitpunkt hattet ihr also quasi bis auf Turtle Walk und Missouri Meyer alles schon beendet gehabt. Und bei denen hatten noch die Mids gefehlt und ja, das war so ein bisschen ärgerlich, dass so wie bei unserem Race gestern, wenn du ein Item nicht hast und versuchst erstmal drum rumzuspielen, dann kann es auch leider in die Hose gehen. Ja, definitiv. Da habe ich mich auch echt gefreut, als Jock dann die Mids da in Swamp gefunden hat. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt, war es ja klar, dass jetzt höchstwahrscheinlich bald die Mids kommen müssen, weil viel war ja auch nicht mehr offen für uns und ja. Ära haben wir sehr lange Zeit ausgelassen, also da hat auch durchaus irgendwas liegen können, was uns im Hintern beißt. Was ein verfrühten Gomo für die anderen heißt oder so. Aber ja, ich bin ganz froh, dass es so ausgegangen ist. Ja, und von den anderen hat gerade eben Third X noch mit einer Zeit von 1:41:51 beendet, also auch GGs an Third X. GG. GG. Jetzt hat noch ein Sander unterwegs, nämlich Busranter, der noch kurze Frage 1 besiegen muss, aber dann auch nur noch Ganon vor sich hat. Genau. Nee, dann weiß ich nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit, noch kurz mit euch dann eben zu reden, bevor dann die anderen beiden dazukommen, dann können wir uns ein bisschen auf die auch noch konzentrieren. Erster Sieg, erstes Spiel ist immer ein ganz guter Einstieg. Wie geht's im Spiel 2 dann weiter? Was ist da bei euch dann schon angesetzt? Was macht die personelle Entwicklung? Wie sieht's da aus? Also es wird Jock und Skipsy werden auf jeden Fall spielen und ich glaube, ihr hattet was für Freitag oder Samstag was ausgemacht, oder? Freitag. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ah, Freitagabend war es dann, glaube ich, auch, ne? Irgendwann 20 Uhr rum, so. Wir haben noch nicht geübt. Ja, da muss auf jeden Fall noch 1-2 Practice-Seeds her. Da muss ich den Skipsy immer anhauen, dass der da rankommt und mit Jock noch ein bisschen übt. Weil dieses Koop ist halt nichts, was man wirklich häufig spielt. Und da muss man halt auch ein bisschen harmonieren. Ne? Also ich muss auch sagen, wie ich mit Jock gepracticed habe, waren wir deutlich ruhiger als heute. Also ich glaube, das war auch meine persönliche Art, die heute ein bisschen Stress verursacht hat im Voice. Ich find auch gut, dass Jock den Finename Calm Down Chief hat.
Ja, du warst oh, ganz gut. Er wusste es vorher, ja. Ja, es ist so dieses Tournament-Pace, wo man reinkommen muss, wo man einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben muss. Aber ich meine, das ist immer so eine Sache, damit haben mit Sicherheit auch Third Ex und Busrunter auch zu kämpfen gehabt. Und ja, das ist ja einfach eine Schwierigkeit, die dazukommt beim Randomizer-Spielen ganz gerne mal, dass man einfach diese Nervosität noch hat eben in solchen Spielen. Und damit umzugehen, ist auch einfach ein Punkt. Ja, das macht viel aus, definitiv. Also ich denke, das ist auch wirklich, das ist ja auch bei Profisportlern so, ne? Also man muss unter Druck bleiben. sehr ärgerlich, da in Gen gerade reingelaufen, der arme Busranter nochmal, hatte die Torch angezündet und Gen stand quasi in ihm drin, konnte nicht mehr ausweichen und vom Knockback dann direkt in den Abgrund runter. Also das Ganze nochmal ganz kurz auf Null. Ist nie passiert, durchatmen. Hat er in dem Weise eh keinen Unterschied gemacht. Von genau, ich denke mal, dass sowohl Third X als Busrunter auch schon zu dem Zeitpunkt wissen, wenn sie den Chat offen haben, beziehungsweise den Racetime-Raum offen haben, wie es bereits steht, dann ist es auch egal. Aber man weiß, es gucken noch Leute zu und man kann Gen besiegen, also einfach durchatmen in solchen Situationen und weitermachen. Ja, das hilft nicht unbedingt, dass man weiß, dass Leute zugucken. Das ist das Fiese. Aber auf der anderen Seite weißt du aber auch ganz genau so dieses, komm, ich kann's aber. Und er beweist es jetzt auch nochmal, dass er es kann. Davon gehe ich mir ganz stark aus. Jo, an der Stelle würde ich nochmal ein Dankeschön aussprechen hier an Swunch und Duden fürs Tracken. Und euch natürlich, dass ihr zum Kommentieren reingekommen seid. Ja, dachte vielen Dank, schon, dass ihr noch kurz vorbeigekommen seid. Ja, gerne. Also, ist auf jeden Fall schön, dass wir noch jemanden gefunden haben, der das restreamt. Ich dachte schon, das fällt vielleicht aus oder so, weil gleich ja auch noch ein anderes spannendes Race war auf Speed Gaming Deutsch. Also wir müssen sagen, wir haben halt so viele deutsche Teams, wenn da alle, die auch selber ein bisschen aktiv spielen oder ein paar, die zugucken oder so eine Mischung aus all dem, dann sagen mit, ich hätte trotzdem mal Lust, dass wir die möglichst viele Spiele übertragen, dann kann man einfach seinen Beitrag leisten, wer sich möchte, wer sich traut, und dann schaffen wir da auch die Spiele so viel zu übertragen und zu zeigen, wie es geht. Was natürlich auch für die Spieler immer auch mal eine sehr nette Geste ist. Ich meine, viele spielen das ganze Jahr über Twitch und Co. Wir haben die Linker, wir haben vorhin schon mal verlinkt, wir verlinken ja auch nochmal die ganzen Links zu den Twitch-Accounts. Und dann ist das auch mal so eine kleine Genugtuung, auch mal dann in so einer größeren Bühne eventuell dann mal zu zeigen mit hier. Ich habe übrigens auch mal so ein Race durchgespielt. Auf jeden Fall. Und immer wieder schön, dass sich Leute finden, die ihre Freizeit dafür hernehmen, um zu kommentieren und zu tracken. Also nochmal danke dafür und ja, das war es eigentlich auch meinerseits, weil die anderen zwei wollen ja auch noch was sagen. In dem Sinne verabschiede ich mich schon mal und wünsche euch noch einen schönen Abend und Dankeschön. Gerne und bis Freitag bzw. nächste Woche dann bei Shiba Haze. Und GG's an Busrunter mit 1:46:15, so gerade eben, als wir noch die letzten Worte hatten, dann auch ein GG's an ihn. Jörg, du darfst gerne hier bleiben, du darfst gerne gehen. Du bist da frei, ne, dem Fall. Ja, ja, ich... Alt genug. Was nee, Erfahrung, Jörg. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und alles klar, alles gut. Sonst die Gegner, ne? Jetzt nichts Böses sagen, ich kann das verstehen. Alles klar, macht's gut. Schönen Abend dir, Jörg. Und wenn jetzt Third X und Busrunter auch nochmal kurz vorbeigucken, Third X ist gleich auch noch da, dann haben wir die beiden auch nochmal ganz kurz für ein kleines Interview nach dem Race. Die dürfen einfach nach oben kommen, jederzeit, wenn sie wollen. Da sind wir einfach immer ready. Und da sind sie auch schon. Ja, GG's an euch beide. Bis Ranta, Third GG. GG. Ja, wie war's? Ja, das wie das nervös ist war man denn eigentlich jetzt gewesen noch? Das ist auch so eine kleine Frage noch. Hat Nervosität eine Rolle gespielt heute? So ein bisschen? Ja, also bei mir auf jeden Fall. Das hat man auch vor allem gemerkt. Ich bin bei GT ja durch, Aga 2 gemacht und dann habe ich eben gemerkt, warum bin ich eigentlich wieder zur Fee geflötet, ne? Da hat man schon gemerkt, so Nervosität und das waren so Kleinigkeiten und also die Nervosität war schon gegeben, ne? Also. Ich meine, ich weiß nicht, ob habt ihr den Wastetime-Raum offen gehabt, wusstet ihr schon, wie es gerade aussieht, weil dann kann man ja sagen, gut, es ist ja auch nicht mal weiter so tragisch zum Ende hin oder habt ihr da gar nicht groß reingeguckt? War das ja, also. Gewendet? Ja, als ich in GT war, hat 3X dann geguckt. Okay, hat gesagt, die sind gerade schon durch, aber da habe ich. Ich wollte immerhin noch, wir hatten in den Trainingsseats, wir haben ja mehrere Trainingsseats auch gemacht und dann hatte ich dann auch 1:48 als Bestzeit und da habe ich gesagt, so komm, die Bestzeit, zumindest was wir im Training hatten, das kriegen wir jetzt noch auf jeden Fall hin, so ehrenhaft dann noch.
Was haben wir dann noch? Habe ich da noch durchgezogen? Das wäre ja heute noch deutlich besser geworden, dürft ihr jetzt auch nicht vergessen. Also es gab halt so ein paar Kleinigkeiten, die sich so aufsummiert haben. Ich meine, ihr habt gegen sehr starke Spieler gespielt, muss man einfach eingestehen, die beide auch alleine schon sehr stark spielen. Und das im Koop haben sie solide runtergespielt, kann man sagen. Und da merkt man eben schon, dass da vom Skill her einfach schon eine kleine Differenz ist. Aber ihr habt da gut mitgehalten. Das Einzige waren so Kleinigkeiten. Ich meine, ja, den alten Mann zu retten, sowohl bei euch beiden eigentlich so ein bisschen, Third X hat da doch wahrscheinlich ein bisschen geflucht, kann das sein? Ja, das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Total, ohne irgendwas durch, aber dann habe ich mich irgendwo verranzt. Ich weiß nicht genau, wo ich stand, aber ich glaube, ich stand. Ich bin nicht durch die Tür gegangen zu dem alten Mann, sondern nach oben. Ne, wenn man von alten Mann aus dann quasi nach oben gehen würde. Aus da irgendwie, glaube ich, stand ich nachher. Aber ich konnte mich nachher nicht mehr. Ich hatte nachher keine Ahnung mehr, wo ich auf einmal stand. Ich stand völlig verkehrt. Das war ein bisschen blöd. Aber was redest du da? Also, Bastrander ist auf jeden Fall besser als die anderen zwei zusammen, oder nicht? Vom Skill. Welche anderen beiden? Also die Sache ist, dass nachdem du deinen alten Mann irgendwann mal geholt hattest, zum Glück, hast du ja dafür 50 Mark bekommen, 50 Rupees. Und dann war man ein bisschen irritiert, dass Bossranta auch relativ schnell auch nochmal zum alten Mann wollte, auch ein, zwei Versuche dafür gebraucht hatte. Da dachte man so, habt ihr euch da nicht abgesprochen? Ja, ich dachte, also, ich krieg's hin und dann, habe ich gemerkt, so, ach, Schwert hast du nicht, Lampe nicht und einmal dann nicht zweimal runtergefallen, da habe ich gedacht, so komm, dann machst du halt direkt die Right Side und dann halt den Spiegel und die Gloves geholt und Nee, also es war nur die Frage, wieso den alten Mann geholt. Du hattest eine Flöte, du hättest auch jederzeit hochflöten können zur Not und der alte Mann dauert halt schon seine gewisse Zeit für 50 Rupees. Meine Saving Quit Spot, wie oft hast du den genutzt? Dreimal vielleicht. Das wäre also die Überlegung gewesen. Das sind so Kleinigkeiten halt einfach nur dann, die man vielleicht auch absprechen könnte, dass man dann die Checks dann nicht holt. Ich meine, ansonsten, es war bei euch dann einfach super ärgerlich, dass die Mids halt sehr spät für euch lagen. Ihr hatte Shiva Hales und Jock dann doch deutlich eher gehabt. Vor allem, du hast dann das Buch gefunden, du warst bei Hera, das haben die anderen beiden sogar noch vor den Nacht den Mids erst gemacht. Hast dann also dann auch noch dann Desert gedippt und Co. Und da hatten sie halt das Glück einfach, dass sie dann eben über die Flöte hingehen konnten, was natürlich auch nochmal eine schöne Zeitersparnis war. Ja, also wir haben uns ja abgesprochen und dann war ich im Überlegen, beziehungsweise ich wollte ja eigentlich zum Swamp. Und dann bin ich dann kurzfristig aber doch zu Hera und es war ja komplett leer und dann ist er 3x halt zu Swamp rein und dann habe ich halt Hera komplett gemacht, habe dann das Buch abgeholt in Spy Cave und habe dann gedacht so, komm, du hast noch kein Schwert-Upgrade, gehst über Thieves Town und machst dann die Motte und nimmst dann Pet mit, ne? Das war dann so mein Play. Und hätte ich auf jeden Fall was besser machen können. Definitiv, wir beide auch. Also am Anfang sehr aufgeregt und Ja, klar. Also die Nervosität, das war einfach wirklich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, das sind so einfache Sachen, die sind halt passiert, die eigentlich nicht hätten passieren sollen und ja. Nee, ach, das mit der Nervosität, ich glaube, das ist vielleicht so das Beste. Also wenn man jetzt relativ neutral ein bisschen auf die Division bei euch guckt, das Team hier von Shiva Hayes, Jörg und Skipsy ist schon sehr, sehr stark aufgestellt. Mit Runnern, die schon seit langer Zeit spielen, die auch in vielen Turnieren international auch schon öfter mitgespielt haben. Das ist also vielleicht auch das Beste, was in Woche 1 passieren kann. Einfach in zwei Spiele zu gehen, wo man vielleicht als Außenseiter reingeht, trotzdem einfach das Beste spielen kann, um einfach diese Nervosität schon mal loszuwerden. Weil dann sind nachher Woche 2 bis 7 deutlich einfacher zu spielen. Und dennoch habt ihr euch gut dafür geschlagen, also muss man ja auch sagen. Ich glaube, wenn wir früher zu Swamp gegangen wären und ein paar Fehler nicht gemacht hätten, die uns eigentlich nicht passieren, dann hätten wir auch eine deutlich engere Zeit gekriegt. Aber dann wäre es, glaube ich, noch mal ein bisschen spannender geworden. Das ist immer auch so ein bisschen die Sache. Das hat ja Wendo auch an sich. Also man hat es in manchen Races gesehen. Manchmal sind die Races sehr spannend. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr sich die Runner verteilen, ob sie das gleiche Routing haben, manche Items ein bisschen lange liegen lassen. Es hätte auch hier
wahrscheinlich eher am Iceward gelegen, dass man nicht nach Turtle Rock möchte, etc. Ihr habt ja auch in der Zwischenzeit alles andere ja auch schon geklärt gehabt. Also es ist ja nicht so, dass ihr dann gesagt habt, mit, oh, wir haben die Mids, wir haben jetzt 10.000 neue Optionen. Die Optionen waren ja auch sehr übersichtlich, was ihr noch hattet, dadurch. Daher war das dann auch so ein ihr habt ja schon sehr viel geklärt, aber eben die Mids jetzt ein bisschen schneller gemacht, genau wie du es schon sagst. Und ja, das gehört auch ein bisschen dazu, also eben etwas anfangs besser gewartet eben vom anderen Team, die waren deutlich schneller in der Dark World als ihr, ein paar Minütchen. Und darüber hinaus dann mit den Mids, um nochmal ein paar Minuten zu sparen. In der Execution unterm Strich vielleicht. Und dann gibt es am Ende halt eine Zeitdifferenz, die jetzt hier auf dem Endscreen sehr groß aussieht, aber gar nicht so groß unbedingt war. Ich finde 10 Minuten ist eigentlich ganz okay. Waren ja so ungefähr 10, ne? Ja, genau. Ein bisschen weniger, wenn man jetzt noch runterrechnet, dass eben noch der Gen voll dabei war und. Das darf man jetzt auch nicht unterm Tisch kehren. Also es sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Dann wären es 6-7 Minuten gewesen. Also gar keine Ursache. Das muss man sich auch einfach im Hinterkopf behalten. Und dann 6-7 Minuten. Ich fand's einfach. Ja. Sorry. Nee, erzähl. Ist euer Interview, ihr seid hier. Nee, so Kleinigkeiten, weißt du nicht. Achso, jetzt. Ja, ich wollte jetzt erzählen. So, jetzt möchte ich auch erzählen. Ich fand's einfach krass. Wärst du einfach, hätte ich dich einfach nicht nach Hera geschickt, das war mein Fehler, sondern wärst du zu Swamp gegangen, was ich völlig gar nicht auf dem Schirm hatte gerade, dann glaube ich, hätten wir das viel besser hingekriegt. Und dann fand ich es aber gut, dass wir am Anfang uns so gut aufgeteilt haben und ich nicht unten lang zu Kakariko gegangen bin, was ja der wesentlich dümmere Weg in diesem Seed gewesen wäre. Und ja, also ich finde, da waren halt so ein paar Double Dips bei, die uns ziemlich viel Zeit gekostet haben oder so ein paar Tode auch von mir oder sowas. Also das war einfach, meine Execution war unglaublich schlecht. Also die wird irgendwie immer schlechter statt besser. Ach, bei mir war das ja, ich gehe bei Turtle Rock rein, nimm den Ice Rod nicht mit und merk das dann, als ich kurz vor Trinex stand, so musste mich wieder zurückmirrorn, weißt du, und das und alles. So, raus, okay. Ja, ich habe das gemerkt, so, oh, er hat doch irgendwas von Ice Rod gesagt, jetzt habe ich den geskippt, ich bin einfach durchgelaufen, ja, und dann wieder zurück, ne, und ja. Ja, so. Kleinigkeit. Ja, wirklich alles geklärt, außer Pyramid Ferry, wo ja nichts mehr liegen konnte, und die Bonk Rocks, wo auch nichts mehr liegen konnte, weil die Boots ja zu spät waren. Genau. Beide Teams haben quasi alles gefolgt, das muss man einfach schon sagen. Deshalb, also das war für beide unangenehm, nach Turtle Rock zu gehen. Aber eben bei den anderen war es halt ein bisschen schneller, es war ein bisschen effektiver in manchen Bereichen. Am Start kann man es vielleicht auch noch sagen, du hast den Firewood gefunden, hast dann die Magie bekommen und dann trotzdem noch den Houlihan-Raum für die Bomben. Das war alles so ein bisschen, es hat irgendwie bei dir knapp 2 Minuten gedauert, bis du die ersten Checks gemacht hattest. Da hätte man vielleicht auch mit dem nochmal Magie beim Onkel mitnehmen können und sofort ins Castle rein. Vielleicht da nochmal der eine oder andere Unterschied, der am Anfang halt schon mal ein bisschen effektiver sein können. Meinst du jetzt mit den 3 Bomben dann ins Castle rein? Du hättest 3 Bomben gehabt und ein Firewood. Firewood kannst du ja auch den ganzen Castle klären zur Not. Ja, das gut. War eigentlich der Plan, aber da ist wahrscheinlich, glaube ich mal, oder Basswinter? Da ist wahrscheinlich so, weil wir es vorher nie so hatten, weil es vorher nie ins Castle konnte, war es wahrscheinlich so gewohnheitsmäßig. Ja, nee, genau. Alles gut. Nein, ich weiß. Es ist immer nur sehr schwer. Ich hatte irgendwie, der Houlihan hat halt einfach ein bisschen Zeit gekostet, in denen, auch wenn dann Shiva und Jock beide nach Kakariko gelaufen sind, weil sie auch jetzt nichts groß klären konnten, kein Geld lag. Aber dann haben sie beide Kakariko geklärt und währenddessen bist du dann gerade in die Puschen gekommen und konntest in South Shore spielen, was dann nicht so mehr ein großer Zeitvorteil war tatsächlich. Also, es kommt immer darauf an, wie die Items liegen, da gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Ja, wahrscheinlich war es eben das Problem. Also, wenn du da schon Save and Quit machst, aus Versehen, dann musst du auch nachher holen oder irgendwie so eine Idee haben, wie du weitergehst. Ja, südlich nach Kakariko gibt es auch Bomben zu nur. Dann trefft ihr euch in High Five in Kakariko, es ist zwar irgendwie nicht toll, aber. Ihr könnt dann immer aufteilen, Castle und South Shore oder Eastern. Ihr habt dann immer noch 3 Optionen zur Not. Also, ich fand's halt so besser, weil wegen der South Shore, da war ja schon was drin. Alles gut. Es war halt nur so, dieser Houlihan-Raum hat einfach ein bisschen Zeit und dann noch Bomben kaufen und wieder zurücklaufen. Es waren dann so irgendwie 1,5 Minuten, wo einfach dann, auch beide Kakariko geklärt haben und dann quasi nach euch dann auf South Shore. Ihr könnt es im VOD gerne nochmal angucken. Sind Kleinigkeiten, wie gesagt, also trotzdem eine starke Leistung, gar keine andere Frage, aber es sind eben. Das sind so die Stellschrauben, die wahrscheinlich am Ende einfach so die Zeit ausgemacht haben, unter anderem noch. Aber wie fandst du denn unsere Flipper-Clears quasi? Die Checks. Wie haben die gemacht? Wir haben hier 4 Sachen gleichzeitig geguckt. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, wer hier was genau gemacht hat, nochmal an der Stelle. Ja, das frage ich mich halt, wie die anderen das gemacht haben, weil also ich habe ja direkt die North
Route von der Dark World checken wollen und hatte aber noch keine Flippers, weil die ja in Eastern, glaube ich, lagen. Ja. Und dann habe ich ja von der North Route der Dark World bin ich dann eben mit einem Kern Jump rüber und habe dann mit Splash Deletion die Flipper-Checks da gemacht, während er schon die Flippers gefunden hatte, wir also wussten, wo sie waren, weil es einfach kürzer war von meiner Route aus. Also, ja, ich habe dann halt auch Sora komplett geskippt, ne? Ich war gar nicht in Sora. Ja, mit Catfish war ich auch nicht. War ich halt auch nicht. Da hätte ich eher fast schon gesehen, dass generell der Spieler, der nachher nach Hype Cave geht mit dem Schwert, war da eh alle in Hype Cave quasi sofort früh drin. Das Schwert war einfach ein ganz nettes Item direkt dafür. Dass dann der Spieler vielleicht komplett durchläuft nach Norden und dann eben über Splash Legion und Co. arbeitet. Das wäre genauso gegangen. Hätte man Pyramide mitspielen können und dann eben ja. Sora und Catfish gespielt. Hat das ja. Team auch nicht gemacht. Die haben sich auch merkwürdig aufgesplittet so ein bisschen. Das war dann so ähnlich, wie du es auch gemacht hattest. Aber das ist immer so... Man muss in wenigen Sekunden die Entscheidungen treffen und wenn man die Checks am Ende hat und das auch so hinbekommt, dann funktioniert es ganz gut und ist ein bisschen umständlich, aber die ganzen Kernjumps und Co. hat aber auch funktioniert. Ich habe es einfach gar nicht genau beobachtet, weil es einfach so gut funktioniert hatte. Ich habe dann nur gesehen, dass du noch Splash-Deletion hattest mit dem Sumaria. Es hatte funktioniert, du kamst an die Items ran und deshalb waren das alles schon gut kombiniert. Ja, auf der ja da habe ich nämlich immer Probleme irgendwie beim Waterfall. Wenn ich da mit drei Pfeilen und zwei Bomben das aufsetzen will, klappt es nie. Ich muss immer dann noch Sumaria hinlegen oder sonst was. Ich weiß nicht, was da los ist. Es kann manchmal ein bisschen daran liegen, ob du vorher schon irgendwas geklärt hattest eben mit den Pfeilen. Das weiß ich jetzt natürlich immer nie so genau. Ja, irgendwie klappt das so, an der Stelle nicht. Naja. Wenn du die Pfeile zu oft irgendwo vorher gespammt hast, dann klappt das anschließend nicht. Dann muss man das erst alles die Variablen wieder resetten. Dann das lag an der Flöte übrigens. Ja, ansonsten einfach zwei Bomben ins Wasser, ne? Wenn du noch ein paar Bomben hast. Das resettet die Variablen und alles geht wieder ganz normal. Gut. Ja, und Freitag Spiel 2. Ja, wolltest du was sagen zum Seed? Ja, ich wollte noch sagen, wir haben ja auch die Pyramid Ledge und den Hobo lange liegen lassen und ach, dann war das halt so, ich war schon auf dem Weg zum Hobo über die 8 und da sagt 3X, geht doch viel schneller, wenn du über die Dark World dahin gehst, ne? Wenn du erst die Pyramide checkst und dann da raus mirrorst. Ne? Da war ich schon halb beim Hobo und hab mich dann umentschieden, das hat auch so ein bisschen Zeit gekostet. Ne? Ja, das sind alles Erfahrungen, die also später kommen. Also ja. Es macht dann am meisten Sinn, wenn du irgendwann sagst, ich habe einen Plan und der andere vielleicht gar nicht so diktatisch drauf ist. Es kann funktionieren, aber da muss ja ein bisschen eher kommen, dann funktioniert das besser. Ja, genau. Aber ja, also hat halt nicht so gut geklappt manchmal. Da war man, wollte man das eine machen und hatte was anderes im Kopf. Das war bei mir aber auch oft zu sehen. Ja, zum Beispiel, wo ich Desert im Kies nitschte und. Im Gegensatz zum Training schon eine extrem starke Zeit war für euch. Und das hat man ja auch gesehen. Und jetzt, von daher, die Leistung ist immer besser geworden. Deshalb auch trotz Restream, trotz Nervosität, trotz ersten Spiel, habt ihr trotzdem eine starke Leistung abgeliefert. Das müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Ja, und nächstes Mal gewinnen wir dann einfach. Da ist ja Manu nicht mehr dabei. Mal genau. Dann machen wir Freitag um 7:30, glaube ich. 7:30, ja. Ja. Freitag 7:30. Und da spielt vor Schläferz. Wer spielt dann nochmal genau bei euch? Wir beide wieder? Wir auch, ja. Ach, gleiche Team ab. Genau, also gegen Jock und Skipsy dann, ne? Ja. Genau. Heute ist das erste, heute ist quasi das Training gewesen. Ich bin ziemlich, ich meine, wir haben ja auch Training vorher gemacht und immerhin die 1:48, die wir dann als Bestzeit im Training hatten, die habe ich gesagt, so, ach komm, die knacke ich jetzt noch. Mhm. Aber ja, geschafft. Genau, aber wir haben es dann aber auch geschafft mit dem Restream soweit, denn das war jetzt schon wieder ein ganz schön langer Abend. Wir werden jetzt an der Stelle auch langsam etwas ausmachen. Wenn ihr noch was sagen möchtet, eben noch abschließend, könnt ihr das eben noch tun. Ja, an Shiva und Jock auch nochmal GG und danke an dich 3X, danke an Schulze und Teto fürs Commentary und an Duden und Swunsch fürs Tracking. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Rematch. Und fürs Kato, an Kato fürs Aufsetzen. Genau. Genau, ich hatte ja schon erzählt, auch vorhin ganz kurz. Also, wir suchen immer ein paar Kommentatoren und Schwecker, dann können wir möglichst viele Spiele übertragen. Vielleicht hat der eine oder andere Lust bekommen oder traut sich einfach mal zu sagen, okay. Vielleicht wurden wir heute mal kommentiert, da ist eine andere Zeit, da kann ich auch mal kommentieren. Das ist immer ein bisschen ein Geben und Nehmen, dann schaffen wir sehr viele Spiele. Ansonsten bleibt es am Ende auf den paar Leuten ein bisschen hängen. Heute war es der Schulzer mit mir an der Seite. Schulzer, vielen Dank fürs Mitkommentieren. Geht zurück. Vielen Dank fürs Zugucken.
Wenn wir daher noch eine Crew zusammen haben, könnten wir noch mit Kommentatoren um 0.10 Uhr heute Nacht das Spiel noch von Ralen Tank hier mit Divi zusammen gegen Scary Olive und Twinex übertragen in der Invitational League. Das findet nämlich um 0.10 Uhr heute Nacht noch statt. Tracker werden international gestellt, da es internationalen Livestream gibt. Wir brauchen also nur Kommentatoren. Für morgen Abend die Spiele hatten wir im deutschen Discord immer ganz gerne im Commentary und Tracking Channel. Ist angepinnt. Da kann man angucken, wann die nächsten Spiele stattfinden. Und zwar Yoshi und Schulzer morgen Abend gegen Scarlet and Soul um 22.10 Uhr. Und in der Open League gibt es dann Holy Smoke und Winter gegen Greavy und BSJ auch um 20.10 Uhr. Das sind die Spiele für morgen. Wir haben zwei Channel, wir brauchen halt nur eine Handvoll Leute. Und ja, ich hätte nichts mehr hinzuzufügen, Schulzer. Wenn du möchtest, darfst du dir die Bordsteine hochklappen. Und dann verabschieden wir uns für heute schon mal. Ich bin der Teto, wünsche allen noch einen schönen Abend. Und gute Nacht. Ja, von mir auch. Gute Nacht.